Warum zum Teufel entscheidet sich ein Bruder fürs Tor? Deswegen bin ich drauf gekommen und du sagst, Bruder, warum hast du jetzt gesagt, warum hast du Deutsch? Aber du sagst, Bruder, deswegen musst du Ja. ein bisschen. Das hat mir, also es war in der Jugend, habe ich, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war ich im Feld erst zur Ja. D-Jugend. Wo hast du Und dann angefangen? irgendwie war SV Königsbach, ist der Verein, ist bei Pforzheim. Okay. Und dann war das so, dass irgendwie vom Training damals wurde immer gebolzt. Und mehr Leute wollen ins Tor gehen. Ich wollte halt auch unbedingt ins Tor gehen. Ja. Und dann habe ich vorm Training gut gehalten. Und dann habe ich den Trainer gefragt: Trainer, darf ich mal im Training auch mal ins Tor stehen? Ja. Und dann haben wir einen Torschuss gemacht und ich habe fast kein Tor kassiert. Und dann hat der Trainer gesagt: Okay, gut, jetzt machst du mal ein Testspiel. Dann habe ich ein Testspiel gemacht. Ja. War auch gut. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt bist du Torwart. Das Problem war nur, 2, 3 Wochen später wollte ich eigentlich wieder aufs Feld und Tore schießen. Ja. Aber der Sohn vom Trainer war der ehemalige Torwart dann. Und der wollte nicht mehr ins Tor, weil er so viel Tore kassiert hat. Ja. Und ich wollte immer wieder raus, aber der hat mich drin gelassen. Und heute bin ich Ja, dankbar. beste Entscheidung. Wie alt warst du da? 12, 13, 12. Okay, krass. Und würdest du sagen, du hast so eine richtige Torwartausbildung danach genossen oder war das einfach, Mann, du hast ein Tor gestanden, habt ihr überhaupt einen Torwarttrainer gehabt, bis du so 16, 17 warst? Das war damals nicht so. Da hast du, wenn du Glück hast, hast du. Also ich habe das erste Mal richtig Torwarttraining bekommen, habe ich in der B-Jugend bei Stuttgarter Kickers. Die haben damals in 2. Liga gespielt. Ja. Da hatte ich einmal die Woche Torwarttraining mit so einem ehemaligen Torhüter, das war ein Pole, Waldemar Ziemann, da heißt der. Ja. Supermensch, top, also richtig guter Typ, aber er war halt polnische Schule. Da Ja. war es nur, da war es nur, komm Junge, geh nochmal, ey Junge, komm, Junge. So, das war überragend, so für Dynamik und sowas, aber Ja. Technik zu korrigieren, so wie heute. War da gar nichts. Es war einmal die Woche. Und dann durfte ich damals in der B-Jugend, das war schön, hat eigentlich mein fußballerischer Ziehvater, Oh. Wolfgang Wolf, hat Ja. mich dann in der B-Jugend schon öfters zum Profis hochgeholt, da hatte ich dann auch Torwarttraining. Krass. Aber so mit heute kann, ist kein Vergleich zu heute. Ja. So richtig Dings ging dann in Wolfsburg. Meine erste Profistation war dann in Wolfsburg. Da war es halt, dass jeden Tag da war und alles, aber in der Jugend, so wie heute, wo man in der Fußballschule habe ich 9-Jährige, habe ich Torwarttraining. Ja. Da gebe ich auch mein Bestes. Nicht, dass ich sage, ah, der ist 9. So, dann da versuche ich da auch mein Bestes zu Ey, du geben. legst die So richtig. Grundsteine, da legst du ja die Grundsteine, Alter. Ganz, ganz, ganz genau, ganz genau. Und ja, das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Wie, Also, mit, du bist mit, du sagst, erste Profistation war Wolfsburg. Dann Amateure ja. oder was? Ich war in Wolfsburg, also es war so, dass ich, der Wolfgang Wolf war damals beim Stuttgart Kickers, war der Cheftrainer, wurde dann irgendwann gefeuert und ist dann nach Wolfsburg in die Bundesliga. Ja. Und dann wollten die, ich war U1, zu der Zeit U18, U19 Nationalspieler für Deutschland als Krass. Mit Torwart. wem warst du? Was, ja, bist du nochmal? Du bist ein bisschen älter als ich, ne, glaube ich. Wer bist du? 81, 81er. Krass. da war Jermaine Jones, Ja. guter Junge, der war letztens hier 4 Wochen lang zum Hospitieren. Hat mich nach LA eingeladen, der wohnte eigentlich in LA, aber der hat mir erzählt von LA, das ist Aber unglaublich. ganz kurz, ich meine, Jermaine Jones natürlich auch noch mal ein anderes Level, aber ist der, willst du mir Jones, sagen, der will irgendwie so einen Trainerjob einsteigen? ja, Jones, der will ganz klar Trainer machen. Jermaine Jones als Trainer. Boah, Ja. krass, Alter. Ich kenne ihn ja nur als Spieler, ich kenne ihn gar nicht persönlich, ich kenne nur ein paar Stories und wie ich ihn am Feld gesehen habe. Ohne Spaß, ich Ja. kann mir einfach nicht vorstellen, wie der so an der Seitenlinie steht und so voll ruhig die Leute so dirigiert. Ja, man lernt ja, man wird ja auch, man ändert sich ja, man wird ja auch erwachsen und sowas. Also, aber ich glaube, das ist ein guter Trainer. Und ich Ja. glaube, der hat auch in Amerika da auch schon Angebote gehabt, im Profibereich einzusteigen. Der wollte aber jetzt noch ein bisschen auch vielleicht in Deutschland mal gucken. Der weiß noch nicht genau, was er macht. Ja. Der war dann auch, nach uns war dann auch bei Schalke, ich glaube, bei Leverkusen auch zum Orientieren und sowas. Und das ist ein guter Junge. Und ich glaube, dass der wirklich Potenzial hat, ein guter Trainer zu Krass, also das werden wir auf sein. jeden Fall weiterverfolgen. Das wäre geil. Aber Ja, ich habe dich ja. gerade unterbrochen. Du warst. Dann war zum Beispiel Christoph Preuß, den sehe ich ja auch immer hier bei den Profis. Der ist jetzt Teammanager bei den Profis. Nice. Preußi, Benny Auer oder ja, mein Konkurrent war Tom Starke. Tom, du hast mit. Hat der gespielt oder du? Der hat mehr gespielt. Der hat mehr Ja. gespielt. Wir waren Konkurrenten, aber der hat mehr gespielt. Wer war noch da? Christopher Heimeroth von Gladbach war da noch. Ja. Als Torhüter. Ja, sonst, wer war noch da? Da waren viele da. Aber Benny Auer hat damals alles zerschossen, ne? Benny Auer war damals in der Jugend, Ja. war der.
Also waren ein paar gute Jungs dabei. Auch Christian Tiffer zum Beispiel. Ja. Habt ihr auch Turniere gespielt? Im Turnier gespielt, aber da war ich leider nicht dabei. Ich Ah. war, da war U20 WM, war in Argentinien, da hatte ich Meniskus-Einriss. Nein, Mann. So bitter. Das ist Fußball. Meniskus-Einriss. Ich habe schon die Einladung bekommen. Uli Stielike war mein Trainer beim Ja. DFB und spielt auch in der Elfenbeinküste. Ja. Da musste ich ihn anrufen, musste absagen. Das war, da hab ich, oder was es war, hab ich wirklich, das war sehr, sehr bitter. Ja, glaube ich, vor allem in dem Alter, Alter. Ey, der hat, also Ja. Wolfgang Wolf hat dich dann mitgeholt nach Wolfsburg. Wolfgang Wolf hat mich nach Wolfsburg. Ja. Und Ja, wie war und das so? War das dann direkt ganz anderes Fahrwasser? Oder bist du da mit Eiern reinmarschiert nach dem Motto, ich bin eine Maschine, ich mache hier keinen auf Bückling und guck erstmal, was die machen, sondern ich bin auch jemand? ich muss sagen, leider war ich damals noch anders wie heute. Heute Ja. wäre ich so, aber ich habe damals noch zu viel Respekt gehabt. Da waren halt Jungs wie Johnny Akpobori. Ja. So, war ich Fan davon, wo ich in der Jugend war. Ja. Charles Aconor, Dorian Roy Emiciano. Präger auch? Der war gerade weg. Der ist Okay. gerade in dem Jahr vorgegangen. Das war Jahr 2000. Da war Diego Klimowitz, Robson Ponte, Klaus Reitmann im Tor, Frank Rainer. Da waren Martin Petrov links, Tomislav Marek. Das war eine geile Mannschaft. Das war Jürgen Rische. Das war eine geile Mannschaft. Ja. Thomas Henke. So. Also, das war echt eine Top-Mannschaft. Und ich habe damals noch Respekt gehabt. Weißt du, heute, also als ich gespielt habe, die jungen Torhüter, zum Beispiel einer von meinen sehr, sehr guten Freunden ist Jens Kral. Vielleicht sagt der Name was, der ist Nummer 2 bei Jens und Nummer. Gral? Ja, der Nee, ist kenne ich nicht. Nummer 2 und Nummer 3 beim VfB Stuttgart. Der war davor 5 Jahre bei Hoffenheim, Nummer 2, Nummer 3. Ja. So, und der war damals, als ich in Fürth war, wo ich Nummer 1 war, war der die Nummer 3. Als junger A-Jugendtorwart kam der hoch. Ja. Ich habe den immer geholfen. Das wurde ein Freund von mir. Wir waren gemeinsam zu zweit im Urlaub in Bulgarien und sowas. Und also wir waren immer auf Feiern und so. Das war. Aber damals, der Reitmeier mit dem zweiten Torwart, ich war Nummer 3, Ja. der zweite Holger Hiemann, da hat man schon gemerkt, so, Ja, glaube ah, ich. Junge, in deinem Alter war ich schon viel weiter als du und so. Weißt du, Ja. solche Dinge, diese Nummer, so wenn ich das im Nachhinein dann mir überlegt Ja, habe, so. Konkurrenz. Ja, aber das war eine andere Welt damals. Fußball war damals, was die Hierarchie der Mannschaft betrifft und sowas, war das was ganz, ganz anderes. Heute sind die Hierarchien viel, viel flacher als Ja. damals. Damals war es schon so, aber ist halt nicht fair so. Du bist ein junger Torwart, hilfst du normalerweise im Torwartteam. Ist So, das uncool, ist ja aber gar das war nicht immer damals kein wirklich so, Konkurrent. ja. Das ist noch kein Konkurrent. So, und ja, aber war trotzdem eine tolle Zeit. War trotzdem, wir haben damals, also ich habe bei den Profis, war ich im Kader und habe zwar eine Mannschaft gespielt. Damals hatten wir, im zweiten Jahr hatten wir ein geiles Spiel gehabt im DFB-Pokal mit Wolfsburg 2 gegen Dortmund. Da haben wir die rausgehauen. In einem Jahr sind die Meister Ihr habt die zweimal. Dortmund, ihr habt mit den Amateuren die Profis rausgehauen? Ja, 1-0. Was waren Da das? hat. Was waren das für eine Dortmunder Truppe? Wer waren da drin? Ja, Koller, Rosicki, Amoroso, Ach du Scheiße, Alter. Bobic, Krass. Lehmann, ich glaube, der war da im Spiel auf der Bank, da war Philipp Lauchs im Tor. DD? Metzelder hat gespielt. DD war, glaube ich, nicht in dem Spiel dabei. Oder hat nicht gespielt, aber war auf der Bank oder Waren nicht so. noch Also. Wörns und Reuter auch dabei in den letzten Nee, Jahren? nee, 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 nee. Da Nee? war, glaube ich, Guy Demel war in Innenverteidigung und Metzelder. Okay. Krass, Alter. Und Ja. die habt ihr einfach einen Pokal raus. Hast du auch gespielt? Ich habe gespielt, ja. Das war das eine interessante Pokalspiel, das ich gemacht habe. Ich habe Ja. einige gemacht, aber. Und das andere DFB-Pokalspiel war das Spiel, das Heuzer-Spiel mit Paderborn gegen Hamburg, habe ich. Da standst du am Platz. Ich war im Tor, ja, Du klar. standst beim Holzerspieler am Platz. Ja. Jetzt musst du natürlich fragen, Alter, habt ihr euch alle angeguckt auf dem Platz nach dem Motto, okay. Ich meine, damals war das ja noch gar nicht in den Köpfen drin, dass sowas überhaupt möglich ist, ne? Ja. Also Also, ich schwöre dir auf alles, ja. ich wusste nichts davon, nichts. Ja. Wir hatten das Spiel am 22. August. 23. August habe ich Geburtstag. Ja. Werde ich nie vergessen. Und spielen und wir haben auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die haben relativ schnell 2-0 geführt und dann hat irgendwie ein Penzer hat irgendwas zum Schiedsrichter gesagt und er Ja. zieht rot. So, die hatten uns aber total im Griff. Und Ja. irgendwie dieses Spiel unabhängig von den Elfmetern, aber auch gegeben. Wir sind in dem Jahr auch aufgestiegen. Also wir Ja. waren schon eine gute. Schon mal. So, haben ein gutes Spiel gemacht und die Elfmeter, ich habe es
nicht so richtig gesehen, aber es war in keinster Weise irgendwas abgesprochen oder sowas Ja. mit der ganzen Mannschaft, dass man wüsste, okay, gut, der Schiri, der macht was für uns. 0%. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. So. Dann fliege ich mit Krösche, Alexander Löwes war der Kapitän damals, Markus Krösche ist ja bei Leipzig jetzt. Ja. Fliegen wir zum, da haben die uns gefragt danach, aktuelles Sportstudio. Fragen, geil. So ein Privatjet von Paderborn nach Mainz geflogen, Champagner Privatjet. getrunken, gefeiert, völlig ausgerastet. Good life, ja. Und dann, ja, klar, alle angerufen, ey Digga, ich bin im Sportstudio, geil, bla. So, am nächsten Tag ist Auslauf, also dann zurückgeflogen, noch gefeiert mit der Mannschaft bis. Und am nächsten Tag ist Auslauf, wir hatten so ein Zeug mal zum Italiener. So ein kleiner, und der kommt zu mir nach dem Auslaufen. Wollte zum Auto gehen, der kommt, ey Lobo. Lobo ist mein Ja. Fußball. Ey Lobo, mach's gut, schönen Tag noch. Und schlägt ein und hat was in der Hand gehabt. Und ich gucke, was hat er? 500-Euro-Schein. Ich denke, ja, pass auf, ich hab ja Geburtstag gehabt an dem Tag. Und Ja. wir hatten einen Präsidenten. Happy Birthday. Und wir hatten einen Präsidenten, genau, wir hatten einen Präsidenten Willi Finke, Riesenmensch, auch leider gestorben. Ja. Aber es war so diese alte Gute, das war so dieser alte Präsident, der einfach, der ist der Chef und da gibt es nichts drüber, was der will, das passiert einfach. Ja. So, und der hat schon öfter mal Sachen, der hat zum Beispiel, als ich eingezogen bin, habe ich eine Küche gekauft, die habe ich nie bezahlen müssen. So, der hat ein riesen Möbelhaus Korrekt. und der war einfach so ein Typ. Und da habe ich gedacht, okay, gut, gut gespielt, habe den Verein auch beim Sportstudio gut vertreten, kriegst ein bisschen was. Und Ja. ich wusste nicht, dass ein anderer Spieler überhaupt was bekommen hat. Ja. Und wenn man vorspult, Trainings, nie mehr was gehört. Vorspult 6 Monate später, sind wir im Trainingslager auf Mallorca. Wie im Film, ich komme vom Training, mit meinem Zimmerpartner komme ich aufs Zimmer, läuft RTL Explosiv oder irgendeiner sagt, ey, mach mal RTL an. Okay, gut. Ja, hä, was ist das Spiel? Das ist ja Paderborn, Dingsspiel, was ist denn das? Das ist ja das Spiel von gegen Hamburg. Ja. Ja, Wettskandal, Schiri gekauft, bla bla, alles, alle ausgerichtet. Da war ein Riesentorer Bogen. Und ich denke, okay, Film. gut. Und dann kommen wir zurück in Paderborn, das war damals dritte Liga. Das sind dann nie so wie, da waren auf einmal, weiß ich, was für Kameras da waren alles beim Ja. Training. Und dann kam das so, dass wir dann irgendwann, jeder einzelne Spieler musste dann irgendwie vor so einen Ausschuss treten. Da waren zwei 75-Jährige mit so einem Oldschool-Tonband, wo die drauf gedrückt haben. Wie in den alten Spionagefilmen. Ehrlich, die haben mich, glaube so, ich, wusste genau, weder hätte ich das gemacht, noch so. Hätten wir jetzt verlieren müssen und ich Ja. hätte zweimal den Ball flutschen lassen, hätte ich vielleicht ein Problem gehabt, weil wie erklärst du das? Das Ja, ist immer safe. Geschmack. So, aber ich habe ja gut gehalten und das war ja mein Job. So, von daher. Und dann kam dann am Schluss raus, dass jeder Spieler, der dabei war, der halt nichts davon wusste, eben die doppelte Summe 1000 Euro halt zurückzahlen musste, dann war es okay. So, und zwei Spieler wurden dann eben aus dem Verkehr genommen. Das war Löwe und Watermann, das war der Kapitän oder war Ja. Vizekapitän. Und bei dem war das dann so, aber bei uns war es sonst. Aber das war schon. Aber ihr habt doch untereinander geredet, Alter. Da muss doch gar keiner mehr klargekommen sein. Aber sind das für. Weiß ich nicht, wenn der Kapitän genau weiß, er muss, wenn der Stürmer weiß, er muss fallen, wenn er in Kontakt ist, muss er es nicht unbedingt weiß. Also ich wusste wirklich nichts. Ich Ja. weiß nicht, was die anderen wussten. Keine Ahnung. Ich will auch niemand irgendwie so Ja. Dings zu nahe treten oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir wollten einfach ein gutes Spiel machen und gewinnen, ist klar. Aber ja, dass man dann irgendwie in der Historie der Bundesliga oder im deutschen Fußball auftaucht, das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Es war einfach ein geiles Spiel und ja, schöne Erinnerung eigentlich. Das ist wirklich krank, Alter. Aber bist du denn, wir waren gerade bei Wolfsburg Amateure. Ja. Hast deine ersten gespielt und da muss ja dann auch nach guter Leistung nochmal ein Angebot reingesegelt sein. Das war dann Ich hatte dann, Fürth. ja, ich hatte dann von Greuther Fürth ein Angebot. Ich hätte noch in Wolfsburg bleiben können. Die wollten mich eigentlich behalten. Ja. Es war so, ich war auf einem sehr guten Weg, im ersten Jahr Nummer 2 zu werden. Ich habe dann auch selber einen Fehler gemacht, wo ich, glaube ich, im Nachhinein anders entschieden habe. Und zwar war das so, ich bin wirklich angekommen in Wolfsburg, lief gute Spiele, bei den Amateuren war auch gut. Und Ja. dann hatten wir das Spiel gegen Dortmund. Ja. Und dann kam das zweite Pokalspiel, es war gegen Hannover 96, die waren damals mit Jan Schimak und Rangnick als Trainer und sowas, Ja. Altin Lala und sowas. DFB-Pokal. Und wir hatten an dem Wochenende, also auf jeden Fall hatte mich dann, der Wolf hat mich dann gefragt, pass auf, entweder du bist
spielst bei den Amateuren gegen Hannover Ja. oder du bist am Wochenende bei Hertha BSC in Bundesliga im Kader dabei. Suchst dir selber aus. Okay. Und wenn man ist, Trainer, ich will Amateure spielen, wir haben da 1:0 gewonnen, ich will da weiter und bla bla, wollte Ja. die Jungs auch nicht im Stich lassen, dann hätte der andere sehr Dramovic, das war also ein Jahr später. Und dann lief das Spiel, haben wir 4:0 verloren. Ich war nicht gut. Also ich konnte jetzt an kein Tor was machen, aber war nicht so besonders. Ja. Und dann war das irgendwie, ich weiß es nicht. Und im Nachhinein hätte ich eigentlich sagen müssen, Trainer, ich bin hergekommen wegen der Bundesliga, ich möchte die Bundesliga auf. Und dann wärst du erst mal da geblieben, hättest du ordentlich. Und das war vielleicht im Nachhinein so ein bisschen ein Entscheidungsfehler, aber ich glaube, wahrscheinlich hätten die meisten auch so gemacht, Aber das wenn kann wir man doch drin sind. nachvollziehen, dass du nach so einer Pokalsensation dann nochmal die zweite Runde auch nochmal abreißen willst. Ja, aber das Ding ist ja, er hat es mir freigelassen. Er hat es mir freigelassen. Ja. Und ja, ich habe mich dafür entschieden und irgendwie ging es dann so ein bisschen unter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann trotzdem Nummer 3. Ich war U21 Nationaltorwart damals. Pass auf, Das ich ist bin woanders. merkwürdig. Ja, gut, aber that's life. Aber war denn, Und dann bin ich nach Fürth wieder. wo stand denn Fürth zu dem Zeitpunkt, als du das Angebot bekommen hast? Fürth war eigentlich damals immer oben in der. Ich war in 6 Jahren, wo ich da war, war ich 4 mal 5. Also immer im Aufstieg gespielt, ist nie geschafft. Außer einem, da war ich aber schon weg. Aber hast du den Großteil der Spiele auch komplett gemacht über die ganzen 6 Jahre? Nee, das war das erste Jahr, war ich ja, das erste Jahr war ich Nummer 2. Das zweite Jahr auch. Da hatte ich dann, glaube ich, 10 Spiele gemacht im zweiten Jahr. Und dann ging ich nach Paderborn. Und dann hatte ich nach Paderborn, das war auch ein bisschen kurios damals, weil in Paderborn das erste Jahr sind wir aufgestiegen, lief sehr gut. Ich hatte damals für 2 Jahre unterschrieben. Und im zweiten Jahr lief mein Vertrag aus, die wollten mich verlängern. Aber das Geld hat nicht gepasst. Ich habe gesagt, pass auf, so, wir müssen nochmal sprechen. Und die sind einfach hart geblieben. Dann hatte ich ein Angebot vom FC Nürnberg. Okay. FC Nürnberg. War die noch zweite damals? Die waren Bundesliga. Trainer war Wolfgang Wolf. Ja. Trainer war Wolfgang Wolf. So, da war das so, ich habe dann im Endeffekt den Paderborn abgesagt und die konnten dann Tom Starke ausleihen aus Leverkusen 2 Jahre. Und weil die das mitbekommen haben, dass ich nach Nürnberg, so wie es aussieht, wechsle, haben die den im Vorgriff schon mal ausgeliehen. Dann war ich Okay. raus. Und dann war ich raus. Das war dann unter Jos Luhukay schon. Und dann bin ich im Hotel, also Vertrag war fix, alles ausgemacht, mein Berater, Dings, pass auf, komm runter. Und ich wusste aber schon, dass Wolf wackelt, weil die gegen Ja. Abstieg. Wolf hat gewackelt. Und dann habe ich zu meinem Berater gesagt, Ali Bulut damals, ich möchte, dass auch der Martin Bader, der Manager, mich anruft und bestätigt, dass es nicht nur um Trainer liegt, sondern dass sie mich auch so wollen. Dann Ja. hat mich der angerufen und hat gesagt, pass auf, Lobo, wir wollen dich. Der Torwarttrainer hat dich beobachtet, ein paar Mal. Wir wollen dich haben. Das Ding ist durch, komm runter und unterschreib. Nice. Dann fahre ich runter, ja, ich so überragend, geiles Geld, wieder in Nürnberg, wo ich mich eh wohlgefühlt habe, meine Jungs dann alles top, Ja. Dreijahresvertrag überragend. Dann bin ich da im Hotel, da ist ein Hilton Hotel auf dem Vereinsgelände, bin dann da und in der Nacht haben die einen Wolf entdeckt. In der Nacht haben die Spiel, die haben an dem Tag haben die Spiel verloren gegen Bielefeld, haben die in der Nacht dann nach dem Spiel den Wolfgang Wolf entdeckt. Ja, aber du hast ja extra vorher mit dem Präsidenten geredet. Das heißt, nicht nur Mit dem Trainer. Sport. Ja, Ja. ja. Am nächsten Morgen, wo ich aufwache von meinem Berater, der so, pass auf, ich muss die Nachricht mitteilen. Die haben das Angebot zurückgezogen. Der Hans Meyer wurde dann Trainer. Ja. Er hat dann gesagt, ich will da jetzt erstmal nichts ändern. Lobo, ich kenne ihn jetzt auch nicht so gut. Boah, Brauchen wir ist nicht. das ekelhaftes Timing, Alter. Paderborn durch. Ist Nürnberg nicht mehr da. So, das ist so vom Himmel in die Hölle. Und ich war dann auf einmal ich wurde in Paderborn, bin ich gewählt zum Torwart des Jahrhunderts, also in die Jahrhundertelf. Ja. Also ich war da wirklich absolut Liebling auch und sowas. Von Ja. dem Status zu bis nicht mehr im Kader. So, weil da war Tom Starke, kam da, hat gespielt. Ich Ja. habe Vertrag nicht verlängert, das heißt, du bist raus. Und da gab es keine andere Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, noch? In dem Winter nicht mehr, das war schon ziemlich später. Also, gab da nichts mehr. Und auch so hoppla die hopp, das war dann schwierig, irgendwas Passendes zu finden. Boah, Und dann Alter. wieder von null auf
Arminia Bielefeld, die waren damals Bundesliga. Thomas Schick war der Torwarttrainer, wollte mich gern haben, weil die haben Dennis Eilhoff an Koblenz. Ja. Der wollte mich haben als Nummer 2 in der Bundesliga hinter Matthias Hein. Und ich hatte das Angebot, dann nach Greuther Fürth zurückzukehren. So, wo der Torwart 35 war, oder 36, die dann langfristig mit geplant haben. Und ich habe mich so wohlgefühlt damals in der Region und in Franken. Sehr viele Freunde, nicht so weit weg von zu Hause. 3 Jahresvertrag. Geld war gut, da kann Aber man hast machen. du nicht, erstmal finde ich voll geil, dass du hier im Gegensatz zu vielen anderen Fußballgästen auch immer ganz ehrlich sagst, Digga, das ist zu wenig Geld, Geld war gut, weil die meisten sind hier immer so ein bisschen, ja, ums Geld ist es mir nie gegangen. Guck mal, zum Beispiel Heiko Westermann war hier, dem glaube ich das. Ne, weil wenn Wieder du. da kann ich auch nicht die Story gleich jetzt. Ja, vergiss das bitte nicht. Ja. Der war auch hier und dem glaube ich das auch, weil der wirkt nicht so wie jemand, der überhaupt irgendwelche Statussymbole braucht, obwohl er sich anscheinend mal eine Philipp Plein hat, Jacke hat ausschwatzen lassen von seinen Mannschaftskollegen. Aber der hat auch so viel Okay. Geld verdient. Irgendwann ist dann auch nicht mehr so wichtig, ob der Haufen so groß oder so klein ist. Aber viele sind dann so, ja, nee, Geld war nie das Ding und so. Aber wie du auch schon gerade ganz ehrlich gesagt hast, ja, nee, ohne Spaß, da haben die mir das und das angeboten. Da habe ich auch gesagt, Digga, das ist zu wenig. Nürnberg war dann in Ordnung. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du da so Ja, gut, aber ehrlich mit weißt du, umgehst, ob weil ich. die meisten. Ja, ich bin da ehrlich, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, du verdienst in der zweiten Liga auch super, ist alles kein Thema. Aber ob ich bei Schalke einen Vertrag habe, wo ich, ob jetzt 4 Millionen bekomme oder 3,5 Millionen und ich fühle mich wohl, dann überlege ich mir auch, ey, so gibt schon Schlimmeres. Aber in der zweiten Liga, da sind ein paar tausend Euro, ist dann schon, wo du dann überlegst, so, weiß ich mal. Also Ja. grundsätzlich als Sportler ging es mir nicht so sehr ums Geld. Ich habe einfach mein Traum, mein Wunsch, warum ich Profi werden wollte, war einfach mal im Fernsehen sein Ja. mit meinen Jungs damals. Da war der Traum war, eine Autogrammkarte mal haben. Boah, irgendwann schreibe ich mal Autogramme Geil. oder immer spiele mein Gruß. Das war, warum ich Fußball, das ist meine Motivation gewesen. Aber das Geld musst du natürlich auch irgendwie verdienen, weil wenn deine Karriere vorbei ist, dann interessiert nicht, wie viel Spiel du gemacht hast, interessiert, wie viel Geld hast du auf dem Konto. Was hast du behalten davon? Ja. Weil das gehört einfach zum Leben auch dazu. Du bist Profi, das ist dein Beruf, das ist deine Arbeit und du musst halt auch schauen, dass du halt das, was du wert bist, halt auch verdienst. So. Und das gehört halt einfach auch dazu. Das ist ein Beruf. Ja, das, Ja. irgendwann wird die Leidenschaft zum Beruf und dann ändert sich. Das ist einfach so. Ja. Und dann gehört auch Geld. Im Nachhinein, wo hast du am besten verdient? Ja, in meiner besten Zeit in Fürth habe ich schon, in Südafrika habe ich auch gut. Hab In ich gesehen. Südafrika auch mal. Ist so krank, Alter. Das muss ich mir da auf jeden Fall auch nochmal erzählen, wie du da hingekommen bist. Aber du hast ja auf jeden Fall, du hast dir nicht einmal so gedacht, ey, wenn ich jetzt nach Bielefeld gehe, der Hein ist schon alt. Den kann ich, da könnte was passieren, da kann ich. Ja doch, ich hab das schon davon abhängig gemacht. Es war aber so, dass Bielefeld wollte den Dennis Eilhoff, vielleicht sagt der Name was, Ja, klar. wollte dem Spielpraxis 2 Jahre oder 1,5 Jahre waren es damals, ich weiß nicht mehr, ausleihen und Spielpraxis zu bekommen und ihn dann aufzubauen hinter Hein. Die Zeit wollte. So, in Fürth war das so, dass sie einen alten Torwart gehabt haben und die wollten mich als neue Nummer 1 auf. Ja. Deswegen habe ich, das in Bielefeld, das ist wieder auch sowas zum Beispiel, da hätte ich mehr Sicherheit. Liga. Ja. Aber da habe ich wirklich, ich treffe ja, also natürlich trifft man die sportliche Entscheidung, das ist das Wichtigste, weil wenn du sportlich gut bist, dann Geld liegt Fußball auf der Straße. Das ist einfach so. Ja, nee, also das war einfach der Grund, dass ich eben langfristig Nummer 1 werden wollte und nicht als Nummer 2 praktisch jemand vertreten sollte für den. Ja. Aber ist dann irgendwann in deiner Karriere nicht einmal so das Ding gewesen, weißt du was, es reicht jetzt, ich will in die Bundesliga, auch egal, ob es jetzt als Nummer 2 ist, ich will in die Bundesliga, Mann, was soll das? Ja, das war nach der vierten Zeit, wo ich das zweite Mal da war, wo mein Vertrag auslief, da habe ich gesagt, ey, pass auf, ich muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich muss Ja. den nächsten Schritt gehen, ich will das unbedingt, aber du kannst da nichts machen, wenn du kein Angebot hast. Ja. Was willst du da machen? Wollen tun wir das alle. Du wolltest auch eine Bundesliga spielen, aber das ist halt, Safe. du musst halt Ja. mit den Karten, ja, du musst mit den Karten spielen, die ausgeteilt werden. Da musst du das Beste draus Ja. Ach Mann, Alter. machen. Aber dann bist du von Fürth nach Oberhausen, ne? Von Fürth bin ich dann nach Oberhausen, hat mich der Mike Büskens hat mich dann rasiert. Jetzt rasiert. Der mich rasiert. Habe ich im Aber ersten. Ja? persönliche Gründe? Weiß nicht, glaube ich nicht. Also ich habe mit dem keinen Aber gab es einen Streit. offenen Dialog? Nee. Ja, was ist das denn? Das ist Fußball. Die Leute, das ist Fußball. Fußball ist ein Drecksgeschäft. Das ist halt so.
Damit, wenn du 15 Jahre Fußballprofi bist, so, oder wie viele andere, dann weißt du, das ist einfach so. Das ist Fußball. Fußball ist, die Leute reden oft über dich, aber nicht über dich. Das ist halt einfach so. Das weiß auch jeder. Das ist halt so. Das Wunderbare im Fußball ist alles, was auf dem Platz passiert. Drumherum ist oft viel Scheiße. Aber das Das ist ist doch, einfach so. aber es ist trotzdem, also ich meine, ich habe jetzt das Glück, ich kann jetzt, also klar, wenn Corona vorbei ist, ich war jetzt kurz davor, meine erste Solo-Tour zu spielen und habe auch, glaube ich, Ja. wenn ich mich selber einschätze, das Potenzial, irgendwann mal alle 2 Jahre auf Tour gehen zu können, dass auch ein paar tausend Leute kommen. Das ist für mich jetzt so Entertainer sein, auf die Bühne gehen, Comedy machen, ein bisschen Battle Rap mit Leuten kommunizieren. Ja. Das ist für mich ein Traumjob. Aber wenn ich mir jetzt überlege, 15 Jahre Fußballprofi, boah, das ist, glaube ich, Mann, Alter, das ist dann Minimum auch auf dem Level. Das ist ja wirklich der geilste Job, den man haben kann, ne? Das natürlich, wie gesagt, nur weil auch negative Seiten dabei sind, heißt nicht, dass es nicht geil ist. Ich würde es genauso wieder machen, auch den gleichen Weg mit Höhen und Tiefen. Das ist einfach eine super Sache. Und vor allen Dingen, für mich persönlich, weißt du, es gibt ja Leute, die machen ihre Karriere abhängig von Titel oder von was habe ich da erreicht oder wie viel Spiel habe ich da oder wie viel Geld habe ich. Ich bin zufrieden mit mir selber nach meiner Karriere, wo auch hätte einiges besser laufen können, Ja. auch einiges schlechter, klar, aber weil ich immer wieder selbst bekämpft habe, immer wieder diese Drucksituation mein Mann gestanden habe, diese Selbstzweifel, diese Fehler, diese Angst, Fehler zu machen. Jeder, der dir sagt, der hat keine Angst, Fehler zu machen, bla bla, das ist, der lügt. Jeder von uns hat Angst, Fehler zu machen, jeder Na, hat Angst hallo. davor, versagen. Ja. So, und es waren schwere Zeiten manchmal, oder wenn du verletzt bist, dich ranzukämpfen, wieder denkst, das tut weh, das ist schwer. Und gerade als Torwart, ja, dieses Gefühl, so, letzte Woche habe ich einen Patzer gemacht, das lässt du nicht wie eine normale Arbeit zu Hause. Ja, Beschäftigt dich jeden Tag. Jeden glaube Tag. ich. Du versuchst es auszublenden, aber irgendwie wird da was in dich herangetragen, da ist der Bericht oder das. Und du musst, der Kampf, einfach dich dem zu stellen und trotzdem nächste Woche wieder deine Leistung. Ich für mich persönlich bin darauf am meisten stolz, dass ich es immer wieder geschafft habe. Und weil das ist, glaube ich, woran viele Leute, viele Talente auch einfach scheitern. Am mentalen, am Druck einfach. Denke ich auch. Bitte? Das denke ich auch. Ich denke auch, das ist einer der großen Gründe, warum dieses Mysterium, dass die heftigsten Jugendspieler einfach im Seniorenbereich auf einmal keine Rolle mehr spielen. Weil das nochmal ein anderes Game ist, natürlich von der Abgewichstheit her, aber auch vom Mentalen her, glaube ich. Ja, das ist nur, ja, natürlich. Das ist ein Unterschied, ob du gefeiert wirst in der Jugend, weil du Jugendnationalspieler bist und Top-Talent und bla bla. Ja. Oder ob es dann heißt, Junge, pass auf, räum mal die Bälle auf. Wenn Ja. was ist, kriegst du auf die Schnauze. Ja. Das, 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 Ja. das, das ist einfach so. Und dann sind nicht deine Eltern draußen beim Spiel, sondern es sind 20, 30, 40.000 da. Ja. So, und wenn du verkackst, gerade als Torwart, brutal. Als Torwart machst du Mini-Fehler. Ja. So, das Spiel ist ein Spiel. Und das Ja. ist ein anderer Druck, wie wenn du Stürmer bist, verhaust du drei und weißt genau, ey, pass auf. Also, wenn du als junger Stürmer zum Beispiel Ja. Profibereich kommst und da spielst du 15 Minuten, hast eine gute Chance, triffst du vielleicht nicht, aber was sagen die dann? Boah, der hat sich die Ja. Chance gut ausgearbeitet, der war beweglich, der war Dings. Ja. Ja, als Torwart, wenn du deine Chance hast und du verkackst, fertig. Ja, dann wird schnell gesagt, der ist dafür nicht gemacht fürs Profigeschäft. Ich meine, Genau. ich kann eh zur Hölle niemals nachvollziehen, wie man sich zwischen zwei Pfosten stellen kann. Und wenn du hast gerade erzählt, du hast vorhin erzählt, du hast bei Wolfsburg Profis mitgespielt und hast dir die Spiele aufgezählt. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Schussochsen da wirklich vor mir stehen und ausholen aus so 10 Metern. Wer bin ich denn, dass ich da die Arme breit mache und mir denke, so, ich mache das Tor jetzt klein? Also es ist nicht nachvollziehbar Ja, du musst ja einen Schaden haben. die meisten Tote haben auch einen Schaden. Irgendwo bleibt immer was hängen, das ist normal. Ja. Ja, nee, aber ich liebe es, Torwart. Ich habe es geliebt, Torwart zu sein. Ich liebe es jetzt, Torhüter auszubilden. Das ist, also, wenn ich irgendwas privat ohne Geld machen würde, würde ich das Gleiche machen. Einfach jungen Ja. Torhütern helfen, die auszubilden. Das macht einfach Spaß, weil ich habe so viel erlebt. Ich kann so viel gute Sachen, schlechte Sachen. Und es macht einfach Spaß, dir zu helfen, dass sie irgendwann mal. Jetzt zum Beispiel waren Torhüter von mir aus der U19 letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr ist er auch noch da, war jetzt zweimal inzwischen bei den Profis bei der Eintracht auf der Bank. Im Und Kader? das Oh, ist für geil, mich, ey. das ist, da kannst du mir 10.000 Euro geben, sage ich nein, lass den Jungen auf die Bank, lass ihn diese Erfahrung machen. Das Ja. ist schön. Weißt du, und
Das ist die schwierigste Position, weil du hast einfach extrem viel Verantwortung, für die wird extrem viel erwartet. Und dein Handel entscheidet einfach sofort. Nicht irgendwie, du hast noch 3 Stück hinter dir, du machst einen Fehler, ist Game Over. Ja, ey, Und du kannst nur der König sein. ich hab mal noch eine torwartspezifische Frage, und zwar, ich meine, du hörst ja wahrscheinlich auch häufiger von jungen Spielern oder so, aber lass mich kurz ausreden, Manuel Neuer zum Beispiel. Ich meine, wir sehen den alle, ein paar von uns haben höher gespielt, ein paar niedriger, aber jeder ist der Meinung, Dicker, was der macht, ist anormal, der ist auch, sind sich, glaube ich, auch alle einig. Aber Ja. klar, Mann, wie der Fußball spielen kann, wie der die Bälle wirft, wie der, was für eine Ausstrahlung der hat, Torwart. Aber das Ding ist, gibt es Sachen beim Manuel Neuer, die den zu so einem geilen Torhüter machen oder zum besten Torhüter machen, die man als Laie, als Nicht-Torwart vielleicht gar nicht so sieht? Oder wo du dir vielleicht denkst, ah, okay, genial. Und ich würde zum Beispiel als ehemaliger Rechtsaußen und der nie richtig nie Profifußball gespielt hat, ich würde das gar nicht richtig sehen. Also, wie der rauskommt oder, ich meine, der hat ja, sein Bewegungsapparat entspricht ja nicht Ja. dem eines Torwarts, so wie ich den kenne. Der hat ja wirklich, die müssen ja irgendwie analysiert haben, okay, wahrscheinlichkeitsmäßig, wenn einer vor dir steht, der den und den Fuß hat, dann ist es cleverer, groß zu bleiben oder das eine Bein zu knicken und den Arm so Ja, zu klar. machen. Also. Aber das trainiert man. Ich glaube, boah, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, bei den richtigen absoluten Top-Spielen, du siehst bei Messi, warum er Messi ist, verstehst du? Ja. So bei Neuer ist einfach der hat, was ich sagen muss, was er früher, also was er inzwischen viel, viel besser macht in den letzten Jahren, ist einfach diese Ausflüge. Hat er Ja. am Anfang seiner Karriere ein bisschen zu viel, aber der hat Ja, dosiert. die perfekte Balance gefunden zwischen Spielen und Risiko nehmen oder kein Risiko, auch mal einen Ball wegschlagen. Früher Ja. wollte er einfach jeden Ball spielen und der hat diese perfekte Balance gefunden, man nennt es Raumverteidigung. Der ist in allen Bereichen brutal. Also Ja. der ist in allen Bereichen ist so überragend. Das ist So, echt. da kannst du nicht jetzt so, das macht er gut, der macht einfach, der ist im 1 gegen 1 stark, der ist am Fuß stark, der ist auf der Linie stark, bei Flanken ist er stark. Ja. So, der hat eine Ausstrahlung, der hat eine Präsenz, der ist da in einem wichtigen Spiel, wenn es darauf ankommt. Der macht vor allen Dingen, macht er selten Fehler. Am Anfang seiner Karriere war es öfters mal, aber der Ja, macht ja. sehr, sehr selten Fehler. So, der ist ein kompletter Torwart, der ist überragend. Aber ich finde zum Beispiel bei Torhütern voll schwierig, weil die haben halt, klar, hast du messbare Werte wie jetzt Gegentore oder so. Aber ich sag mal so, jetzt, keine Ahnung, Juninho, da sieht man halt, Mann, Alter, wie viele gute Freistöße willst du schießen? Da muss der wohl gut sein. Messi dribbelt so und so wie Spieler aus, okay. Aber bei Ja. Torhütern sind halt zum Beispiel sowas wie Reflexe, zum Beispiel, wann ist ein Ball unhaltbar, wann ist der haltbar? Das ist auch viel, viel einfach so Meinung, weil man kann es halt echt nicht messen. Also könntest du mir jetzt sagen, wer hat krassere Reflexe? De Gea oder Ter Stegen? Wie? Kannst du nicht sagen, das ist so ein weicher Faktor, den kannst du so nicht bewerten. Ja. Wir haben das in der Fußballschule. Weil wir hatten in der Fußballschule, wo ich damals da war, so ein Abzeichen, wo man verschiedene Dinge gemessen hat. Zum Beispiel Ball hochhalten oder zum Beispiel Dribbling durch, Hütchen durch. Ja. Bei den Torhütern haben wir auch ein Abzeichen gemacht, aber wir wollten eigentlich auch Reflexe messen, aber Wie? das ist schwer. Ja. Das ist schwer. Du kannst natürlich, es gibt so eine Wand, wo du dann so Farben hast, wo du dann für den Dings, aber es ist so minimal und da alle Torhüter und das Bewerten von außen, das kannst du nicht. Ja. Das ist wirklich schwer. Deswegen, sage ich mal, also viele Dinge kann man nur als Experte erkennen, sage ich mal. Zum Beispiel vor allen Dingen Positionsspiel. Was ist die richtige Position für den Torwart? Hätte er Ja. da rauskommen zum 1 gegen 1? Das haben wir gerade heute mit Jan Zimmermann haben wir da so unterhalten. Oder vielleicht fallen lassen, auf der Linie bleiben und reagieren, wenn der Abwehrspieler mit drauf ist. Ja. So, das ist das Problem bei Torhüter. Das wird ja auch jeder Spieler, auch Alex Meyer zum Beispiel, das ist auch ein Co-Trainer von mir, bei der U19. Der Alex Meyer. Der Fußballgott, ja. Puh, Junge. So. Geil. Ja, oder Erwin Skela auch in der U17, die sagen Nice. selber, also, Top-Spiel. Ich habe keine Ahnung vom Torwartspiel. Die Leute haben, nee, das ist das Problem, die Leute haben im Endeffekt keine Ahnung vom Torwartspiel. Ja. Nur hieß, ja, der ist im 5-Meter-Raum, da muss er rauskommen. Das ist totaler Bullshit. Ja, kommt Das immer ist drauf an. jede Situation ist anders, kannst du anders bewerten. Was ist, wenn der an der Kante vom 5-Meter-Raum der Ball reinfliegt? Vielleicht flach oder da sind 3 Spiele davor, kannst gar nicht rauskommen. Heißt dann, ja, du bist, der ist so ein Fünfer. Und
Und das ist für mich so ein Problem heutzutage auch bei Trainern, die jetzt vielleicht auch selber nicht gespielt haben, die bewerten Tore nach dem, was sie bewerten können. Nur eins: Fußballspiel. Ja. Wie spielt er hinten raus? Und so werden die Tore teilweise auch ausgebildet heutzutage. Ja, das ist echt krass. Die können, also ja. Ja, die können geil kicken, aber auf der Linie so, er kann super kicken, auf der Linie ist er auch nicht schlecht so oft. Ja. Für mich ist, der muss auf der Linie eine Maschine sein, der muss eine Präsenz haben, der muss das Coaching. Coaching ist extrem wichtig, Ja. eine Raumverteidigung. So, Fußballspiel muss er auch können, aber das ist dann, das ist die, wie sagt man, die Kirsche auf der Sahne. Ja. Aber Verstehst du? wären Kahn heute noch denkbar? Natürlich. Das ist doch, was ich mache. Natürlich werden kann, weil dementsprechend würde er auch anders trainiert werden. Verstehst du? Ja. Der würde auch anders trainiert werden. Also, ich bilde meine Torhüter auch nicht so aus, dass du jetzt als Torwart Abschluss auf den Sechser, dann zurück, dann auf den Außenverteidiger. Das ist Hokuspokus. Das wird bei jedem Verein auf der ganzen Welt wieder so gespielt. Ja. Verstehst du? Du musst Kevin Trapp zum Beispiel, nicht weil er in meinem Verein ist, aber der macht das wirklich sehr gut. Ich sage auch immer, pass auf, spiel, wenn du spielen kannst, wenn das Risiko gering ist und wenn nicht, sauberer Flugball, ja, auf dem Zielspiel. Ja. Ja, du musst nicht Bälle spielen, die nicht gehen, Hauptsache, dass man rausgespielt. Ja. Verstehst du? Ja. So, wie hast du gesehen, bei Alisson letzte Woche, der hat zwei Patzer gemacht, kann jedem passieren, aber Ja. das war einfach so, dann schlag halt mal einen Ball auf den Stürmer und, Ja. weißt du, lieber das als den, die Balance ist. Wir kennen die Balance nicht, weil es geht nur, ah, der muss kicken können, der muss kicken können. Aber Torwart ist ein bisschen was anderes. Ja. Ich finde das, also ich finde es wirklich, also dieses Positionsspiel werde ich und kann ich auch nicht verstehen. Also, aber ich denke mir so, die Leute stehen nicht umsonst bei diesen Vereinen im Tor und die haben nicht umsonst ihren Wert. Und was ich auch noch finde ist, weil ich bin, klar, Battle Rap und so, auch oberflächlich und so. Warte mal, ganz, ich muss ganz, ganz kurz mal schnell auf Toilette. Ich bin Mach, sofort da, ja? klar, alles Ja. gut. Alles gut. Hier, Yasi, das, was du gerade hier schreibst, genau das wollte ich nämlich auch sagen. Präsenz. Genau. Steht da so ein Schlumpi im Tor wie, keine Ahnung, Gulaschi, der nach nichts aussieht, aber alles hält. Ist das jetzt besser? Oder wenn da jetzt das übelste Monster steht, so Tim Wiese-mäßig, aber torwartmäßig nicht auf dem Level ist. Dicker Kahn, der konnte keine dreimal hochhalten. Aber der hat Bälle gehalten, die konnte kein anderer halten. Deswegen, das war. Boah, wie schnell ging Sorry. das denn, Alter? Ja, geht ruckzuck. Geil. Wir haben grad Ja. noch, ich habe gerade noch mit ein paar Leuten im Chat hier. Ja, schön. Liebe Grüße alle nochmal. Ja, Mann. Da kommen später auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch ein paar Fanfragen. Okay. Das, was ich gerade noch angesprochen Gerne. hatte oder was ich noch wissen wollte, ist dieses jetzt Beispiel, zum Beispiel Bürki oder Gulaschi. So Ja. Torhüter, die aus meiner oberflächlichen Sicht erstmal nach nichts Ja. aussehen oder dann halt, keine Ahnung, jetzt doof gesagt, so ein Burgos oder so ein Tim Wiese, so ein Monster, die vielleicht torwartmäßig gar nicht so auf dem Level sind, aber mehr ausstrahlen. Hat das ein, dass es eine Wirkung hat, glaube ich schon, aber die Frage ist, ist es jetzt für die Offensive des Gegners schwieriger, auf so einen Gulaschi zuzulaufen, der so aussieht, als wenn er gerade aus der Bibliothek kommen würde und gelangweilt ist, und der ist aber trotzdem krass, oder wenn du da so ein motiviertes Monster stehen hast? Ausstrahlung. Ich meine, du bist ja selber auch eine Maschine, ne? Ja, Dankeschön. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr. Du überlegst schon als Stürmer, ob du beim Neuer schießt, aus Ja. Distanz und mal Risiko wagst, oder ob du vielleicht doch lieber spielst. Ja. Das heißt, du verhinderst dadurch schon vielleicht den einen oder anderen Schuss. Wenn ich genau weiß, bei Flanken, ja, bei Eckbällen oder Freistößen, da ist einer drin, der rasiert hier alles. Der Wir haben wächst eine alles Analyse weg. gemacht, letzte Woche hat er alles rasiert, ein Flankending. Dann sagt der Trainer, zieh mal die Bälle auf den Elfmeterpunkt. Dann ist der Ja. Ball weiter weg vom Tor. Oder ist da einer drin, der ist 1,80 groß? Weißt du, was sie sagen? Spielt das Ding volles Rohr jedes Mal in den Fünfer rein. Ja. Es ist doch so, verstehst Ja. du? Das macht was aus. Ich glaube, du machst einen kleinen Fehler, was jetzt Gulaschi oder Bürki. Ja. Du machst es vielleicht bei Gulaschi vom Aussehen abhängig, verstehst du? Ja. Und auch von der Körperhaltung. Aber ja, aber Gulaschi ist auch, der ist auch groß, ist breit. Der ist groß, So, genau, aber sieht der halt sieht. harmlos aus und so ein bisschen Genau, schluffi-mäßig. der sieht aus wie ein lieber Kerl. Ich mag den, weil das ist ein extrem seriöser Torwart. Der macht keine Überdinge, aber der hält auch spektakuläre Bälle. Der hat das eigentlich, der hat so eigentlich, das ist auch ein kompletter Torwart für mich. So, ich finde ihn richtig gut.
Ich finde auch Bürki richtig. Ich finde Bürki mit der athletischste Torwart in der Bundesliga. Sein Druck, und er hält auch einfach geile Bälle, ist gut am Fuß im Normalfall. Also das ist auch ein sehr guter Torwart. Ja. Leider ist halt zu oft, dass er vielleicht mal einen Fehler macht. Das bricht dann das Knick als Torwart. Wieder. Vor einem halben Jahr haben die verlängert, jetzt kann sein, dass er Nummer 2 ist oder 9 Nummer. Ja. Das ist das Ding als Torwart halt. Aber definitiv, und das ist ein Unterschied, nicht jetzt nur, was das Aussehen betrifft, sondern dein Coaching. Ja, dein Coaching. Bist du da und rufst, ey, Jungs, komm mal zurück. Ja. Ja? Oder hey, komm mal zurück jetzt. Ja. Ich meine, das ist ein Unterschied. Und die anderen Spieler kriegen das ja auch mit. Wenn du deine, du musst als Torwart, finde ich, musst du deine Mann, du bist, musst ein Führungsspieler sein. Du musst deine Mannschaft im Griff haben, auch was das Coaching betrifft, weil viele Sachen kannst du coachen, die deinen Mitspieler nicht sieht. Hinten rechts, über der Schulter hier, sieht er nicht. Du musst es machen. Und das musst du mit der Dominanz, mit der Persönlichkeit machen. Wenn die Leute Ja. dich nicht respektieren, dann hören die gar nicht. Dann kassierst du das Tor am Schluss. Also das ist für mich, ich lege als Torwart drin extrem großen Wert darauf, einfach was die Persönlichkeit betrifft, was das Coaching betrifft. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das Ja. macht für mich die geilen Tore einfach aus. Ja. Mit. Ich seh das auch ähnlich. Wer war denn so, lass mich mal kurz überlegen, wenn du mein Jahrgang bist, wer war denn so Mitte der, oder so, ja, so Anfang, Mitte der 90er, wer war dein Lieblingstorwart? Der Torwart, wegen dem ich angefangen habe, Fußball zu spielen, ist Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ja, Krass. ich komm aus Geil. Bayern. Karlsruhe ist 20 Kilometer, 30 Kilometer. Das Ja. war die Zeit, wo der KSC mit Hässler und sowas, mit Euro-Eddy, UEFA-Cup so weit Ja, gekommen ist. klar. So. Und da bist natürlich, Kahn war sowieso der Torwart in Deutschland, aber das war halt dann, wegen dem wollte ich Torwart werden. Oliver Kahn, ich bin der Kahn, so. Das war halt so. Und dann, als ich ein bisschen älter geworden bin, war dann Kahn, klar, aber auch Edwin van der Sar, der war eigentlich Ja. das, für was die Neuer heute feiern, hat er vor Ja. 20 Jahren schon. Safe, sehe ich genauso, ja. Er Ne? hat auf jeden Fall auch revolutioniert. Genau, aber beim Neuer ist halt da ein Stempel drauf, Revolution, aber das hat der van der Sar schon, was ich. Ja, aber der konnte, also klar, der hatte diese, ich weiß noch, wie was damals auch, als er bei Ajax war und so, wie man das gedacht hat, Alter, wie kann der, der hat so eine, der war der Erste, der diese neue Schusstechnik hatte, diese flachen, auch Der hat die Dropkick Abstöße. gespielt, genau, Dropkick flach Ja. gespielt, rechts und links. Der war Wahnsinn. Ja. Lehmann war auch gut. Deswegen hab ich auch damals verstanden, warum Lehmann Nummer 1 war damals 2006. Ich konnte das Argument nach. Ja, und im Endeffekt, also da hat der Löw natürlich aber das Glück oder einen guten Riecher gehabt, hat das ja auch wirklich, konnte im Endeffekt keiner sagen, falsche Entscheidung. Nee. Das Problem war halt, damals A hatte Oliver Kahn so einen Status in Deutschland, war Ja. Kapitän und alles. Und B war da, damals hat noch keiner sich wirklich interessiert für mitspielende Torhüter. Deswegen war das so dieses Argument, der spielt besser mit, gezählt irgendwie in der Öffentlichkeit. Stimmt. Ja. Aber da war seine Zeit schon ein bisschen voraus, mit der Entscheidung. Wann war denn das, als du, das muss ja dann noch zu Fürther Zeit gewesen sein oder zu Paderborner Zeiten, weil du hast vorhin gesagt, Uli Stielike war ja Trainer von der Elfenbeinküste. Richtig. Jetzt erzähl mir mal bitte von dem Anruf, als er gesagt hat, Stefan, grüß dich, wie du weißt, ich bin Nationaltrainer von der Elfenbeinküste. Hättest du nicht Lust? Ja, das wäre eine geile Geschichte, aber ich war schon Nationalspieler, bevor er gekommen ist. Ach. Der kam erst ein Jahr später. Oder 2 Jahre sogar später. Ich bin 2006 Nationalspieler geworden, da war Henri Michel gerade Ja. gestorben. Ehemaliger Weltklassespieler auch oder Topspieler. Ja. Da war der Nationaltrainer. Und die haben mich damals eingeladen über einen Berater, der ist ein Kameruner, der hat den Kontakt hergestellt zu mir. Dann wurde ich Nationalspieler. Und dann kam er 2008, kam er dann dazu. Das war einfach lustig, Aber dass er jetzt dann auf einmal. dann ganz kurz chronologisch, weil, man, du Dicker, du warst U21-Nationaltorwart und ich meine, deutscher Nationaltorhüter zu werden, Alter, machen wir uns nichts vor. Keine Ahnung, was du da machen musst, um da in diesen Kreis reinzukommen, weil das sind ja wirklich eigentlich zu jeder Zeit nur Monster unterwegs, so. Vor allem Was? damals. Ja, da war Hildebrand 3 einfach, ne? Nummer 3. Und in der A, ach, du meinst anders? Ja, klar, das war keine Chance. Aber das war für mich auch A, oder sorry, was war deine Frage? Die Frage wäre gewesen, irgendwann musst du dich ja entscheiden. Eine zweite Bundesliga spielst hauptsächlich und da ist Oliver Kahn im Tor und Lehmann im Tor, bis Logue, dann.
Du kannst für die Elfenbeinküste spielen, dann ist die Entscheidung ist, entweder ist ein bisschen Träumer oder du machst die Entscheidung. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte die Entscheidung auch getroffen, hätte ich auch für Deutschland Ja. spielen. Einfach für mich persönlich, weil einfach dieser Kontakt nach Afrika, mir war das schon, mir hat es als Mensch extrem viel geholfen, diese Zeit. Also so mich weitergebracht als Mensch, irgendwie rundum komplett gemacht. Ist ja dieses Dilemma, das wir haben, dass die andere Seite nicht gut kennt. Und ich habe durch den Fußball auch meine andere Seite viel, Ja, viel besser. ich bin immer noch auf dem Stand. Ich weiß gar nichts. Und ich weiß auch, also ich glaube sogar zu meinen besten Zeiten in der Oberliga hätte ich vielleicht auch mal bei Sierra Leone irgendwie im Kader stehen können, weil Ja. Digga, die scheitern jedes Mal an der Quali für die Quali, für den Afrika Cup quasi. Aber ja, da beneide ich natürlich drum. Aber wie war denn so? Ich meine, das war ja damals, sag mal ganz kurz für die Leute hier im Chat, wer da einfach Ja. damals im Kader stand, als du da berufen wurdest. Ein paar gute Jungs dabei, ne? War gut, Drogba kennt jeder. Ja. Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Sanogo in seiner besten Zeit halt, jeder war Boubacar Stürmer. Sanogo, stimmt, Alter. Der War war Stürmer Nummer 4 oder Gervinho 5. auch? Gervinho war dabei. Arthur Bucker vom VfB, der 10 Jahre beim VfB war. Ja. Guy Demel. Steve Kouri, der leider gestorben ist, mein Freund, der in Düsseldorf gestorben ist, auch. Der hat bei Ja. Gladbach damals. War wer noch? Da war Didier Jakonan. Da waren so viele. Da war Aruna Kone war auch ein geiler Spieler. Ja, mit den Aber blonden für Haaren, mich da. ne? Genau. Ja. Und alle sagen Drogba und Dings, aber für mich der beste Spieler von denen, mit denen ich je gespielt habe, war Kader Keita heißt. Den kennen nicht so viele in Deutschland. Kader Kader Keita. Kater. Der hat bei Lyon gespielt und also Katar, dann Lyon und dann ist der zu Gala gegangen, also nach Istanbul. Ja. Der war unglaublich. Der war Wahnsinn. Welche Position? Rechts außen. Und der war so krank, oder was? Der war krank auf dem Platz, der war aber auch Ja. krank im Leben, der war verrückt, der war crazy einfach. Der war crazy. Krass. Habt ihr, Der wurde dann, hat... der wurde irgendwie DJ danach, nach der Karriere. Der wurde DJ. Ja, ich Ja, schwör's dir. der Der klassische wurde Schritt. DJ, der hat 10 Autos gehabt, weiß ich, die Kinder so. Das war eine verrückte Mannschaft einfach. Das war eine Mannschaft, ich glaube, die Hälfte von den Jungs ist pleite heute. Das ist brutal. Eboué, ja Scheiße. wirklich, Eboué ist pleite. Die Jungs haben Willst du mich gelebt. Das verarschen? war Eboué hat bei Arsenal gespielt. kannst du deine Bildzeitung Digga, der hat lesen? Pfund, der hat Millionen Pfund verdient. Ich würde wirklich nicht, weißt du, ein bisschen Diskretion, wenn man das nicht nachlesen könnte, würde ich nicht sagen, der und der und der. Aber bei Eboué kannst du lesen. Ach du So, Scheiße, Alter. der Junge hat bei Arsenal gespielt, weiß ich wie viele Jahre, und hat danach bei Gala gespielt. Ja. So, es bleibt Bro. Boah, Alter, das ist wirklich Kann, ich Scheiße. habe das, hab das selber auch nur gelesen. Ich habe das selber auch nur gelesen. Ich keine Internas oder sowas, was Geld. Ja. Andere. Aber und wie haben die dich denn da aufgenommen und wie habt ihr kommuniziert? Ich meine, ich weiß, kannst du Ja, ich Französisch? spreche schon gut Französisch. Ja, ich konnte es schon vor, aber ich habe eine Freundin gehabt, eine Marokkanerin, 5 Jahre, Hm. die war aus Brüssel und die hat halt nur Arabisch gesprochen, Französisch und so Flämisch halt, Englisch. Ja. Und es kam mir entgegen und deswegen spreche ich heute eigentlich fast so wie Deutsch oder wie Englisch, Französisch. Okay, krass. Und wie haben die dich da Und aufgenommen? das haben auch viele in Deutschland gespielt. Hat Sanogo in Deutschland gespielt, Arthur Bucker. Yakunan auch. Yakunan hat gespielt, Constant Jacques hat gespielt bei Leverkusen. Ja. Wer noch? Guy Demel hat gespielt, da Demel. waren einige. Steve Goury, also waren viele Jungs, die aus Deutschland, die in Deutschland Ja. Da war natürlich die gespielt haben. Eingliederung ein bisschen leichter, ne? Ja, dort. Das war wie eine Familie. Wo ich da hingekommen bin, musste ich erstmal als neuer Spieler, musste ich erstmal irgendwas vorsingen. So, irgendwie, wo dann alle sich kaputt gelacht haben. Also, es war easy going, easy going. Du bist 2006 dahin, nach der WM. Vor der WM. Leider haben die, mein erstes Januar 2006 das erste Mal dabei gewesen. Es war eine Vorbereitung auf den Afrika Cup. Ja. Und die wollten sie mir einfach mal anschauen, die wollten mich kennenlernen und sowas. Ich soll mir das anschauen. Und dann danach hin sind wir zum Afrika Cup. Und dann habe ich mein erstes Länder, da habe ich mein erstes Länderspiel war gegen Spanien, da war ich auf der Bank. War auch geil, war auch mit allen gespielt. Also, da war auch, keine Ahnung, mit Casillas habe ich später Handschuhe getauscht. Da war ich
Casillas und Salgado hatte ich da, Krass. Dopingkontrolle, war Raúl, war Villa und so, da war Fabregas, erste Länderspiel. Junge. Da war, das war ein Spiel, ich weiß nicht, wo der herkommt, am Morientes, kennst du. Ja klar, Fernando Morientes. Und das Spiel war in Valladolid, glaube ich, 40, 50.000 Zuschauer. Ja. Und er wurde, ich glaube, das war sein letztes Länderspiel oder irgendwie Karriereende oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und als der reinkam, das Stadion ist explodiert. Das war, ich saß auf der Bank, ich habe Gänsehaut, ich habe sogar jetzt noch Gänsehaut. Ja. Wie die ausgerastet sind, das war unglaublich. Das Ja, war ein geiles Erlebnis. der ist auch nach Raúl da zu der Zeit, Digga, der war Volksheld, ne? Der hat Real gespielt, der hat bei Spanien alles zerschossen. Ja, Geiler das war Stürmer brutal. auch. Und dann kam mein erstes Länderspiel gegen Senegal, war das in Paris. Und dann war ich leider nur auf Abruf für die WM in Deutschland. Die haben mir das Ah. dann so erklärt, dass ich normalerweise dabei gewesen wäre, aber die wollten halt eben die Jungs, die die Qualifikation geschafft haben, diesen Kader eben nicht aufbrechen. Ja. Weil da war einfach dieser Gedanke, die haben es zusammen geschafft und die können das dann auch genießen. Irgendwo ja Ich auch habe das auch zurecht. verstanden. Ja, die haben mich auch, das war cool, die haben mich dann, die haben in Holland, gegen Holland gegen Stuttgart, haben mich dann eingeladen. Warte Ja. mal. Hab mich dann eingeladen ins Hotel damals, habe ich dann, ja, war ich den ganzen Tag mit denen. Das war trotzdem schön. Und Geil. danach war ich dann. Aber also den Afrika Cup hast du auch nicht mitgespielt? Doch, 2008. Und erzähl mal, Alter, weil man sieht das hier, man sieht es hier im Fernsehen. Früher war das ja eine absolut komische Veranstaltung. So, du siehst mal was aus der Heimat, in Anführungsstrichen, siehst dann einfach diese orangenen Kuhweiden und diese hoppelnden Bälle und siehst dann diese Europastars da rumeiern. Das ist ja auch irgendwo Ja. besser geworden, aber wie war es zu deinem Zeitpunkt? Ne, war gut. Wir waren in Ghana. Wir waren erstmal in Vorbereitung, waren wir erstmal in, glaube ich, 2 Wochen waren wir in Kuwait. Dann sind wir rübergeflogen nach Ghana. Und dann waren wir in, da haben wir 3 Standorte gehabt: Takoradi, Accra und Kumasi. Ja. Und ich war, ja, war geil. Also war die Stadien waren alle neu. Chinesen Ja. haben die Stadien gebaut, die waren alle blitzblank, waren neu, waren top. Ja. Trainingsplätze waren auch gut. Also es war okay. Glaube ich, in Kumasi war der Rasen war halt so hoch, okay. Aber grundsätzlich war es gut. Es war auch einer meiner Idole in meiner Kindheitszeit war Kanu. Kennst du Nwankwo Kanu? Ich bitte dich, klar. Ja, Schugo ist und in wir haben dann. 41. Genau, wir haben Salomon Kalou hat das Tor gemacht gegen Nigeria, haben 1-0 gewonnen im Viertelfinale oder 8, ich glaube Viertelfinale, 1-0 gewonnen. Und nach dem Spiel, dann laufe ich, denkst du, da kommt Kanu mir vorbei, so mit solchen Dingern auf der Seite. So die Mütze so lang, so jeder ist ey. So, okay, geil, Alter. Das war schönes Erlebnis. Ich habe dann eben, also ich war zweiter Torwart, ich habe dann im Halbfinale bin ich rein bin geworden gegen Ägypten. Ja, der andere Torwart hat sich verletzt nach 30 Minuten. Und dann kam er nach 30 Minuten rein. Und haben leider verloren, 4-2. Aber Hast war ein du geiles Erlebnis. konntest du was machen oder? Nee, konnte nichts Okay. machen. Kannst auch schauen, ich konnte wirklich nichts machen, ich würde sagen. Ja, nee, ich glaub, das ist doch. Aber willst du mir sagen, so du hast, ich meine, Drogba ist Afrika-Fußballer des Jahres auch gewesen, wenn Etoma nicht geworden ist. Bist du nicht mal so. Oder bist du so sehr Torwart, dass du einfach so zum Drogba nicht mehr. Also, ich glaube, ich habe mich gar nicht zurückhalten können, dem mal so, keine Ahnung, mit dem zu quatschen, Fragen stellen, wie das so in Chelsea läuft oder einfach mal Props zu geben dafür, dass der in Europa so ein. Also, dass der so ein kranker. Unter uns, das sind ganz normale Jungs. Das sind ganz normale Jungs. Die gehen genauso gerne feiern. Wir wollen immer feiern, wenn wir Spiel gehabt haben in der Elfenbeinküste. Die gehen ganz normal. Ist brutal. Irgendwann war eine. Wir haben in Österreich ein Länderspiel gehabt. Ja. Und da war Yaya Touré und ich waren auf dem Zimmer zusammen. Das ist Und schon, fahren das dann. alleine, dass ein Satz so anfängt, ne? Ist schon so, mein Gott, Alter. Da waren wir in Österreich, Yaya Touré und ich sind dann. Sind wir runter, auf dem einen Stock steigt, ich glaube, Kolo Touré steigt ein. Ja. Und der Kolo Touré hat eine Zeit, so eine, ich war in so einer Promi-Zeitschrift in der Hand gehabt. Also auf der Titelseite war so eine Frau, so eine Italienerin, das ist überragend, aber die guckt krass, Alter. Ja. Unten sind wir trocken, wir zeigen ihm das Ding und er sagt, ah, ist sie gut? Wahnsinn, wir sind ausgerastet. Ja. Und er sagt, okay, gut, packt sein Handy aus, zeigt uns Fotos, der war mit der irgendwo in Mailand oder so. Anderes Level, anderes Level. So, aber Ja, das ist, Touré, Player. ja, das sind halt normale Jungs. Wir Vorbereitung waren Afrika Cup, Kuwait haben wir PlayStation gezockt den ganzen Tag. Ja. So, die haben mich immer gehasst, weil ich halt die rasiert habe. Ja. Und ja,
Das sind normale Jungs. Das sind normale Jungs. Das ist halt, Öffentlichkeit ist ein bisschen was anderes, weil Drogba erkennt dann einfach, egal auf welchem Flughafen auf der Welt wir waren, die Handys gehen hoch, du denkst, ich weiß nicht, Tupac ist auch Ja, brutal. Du Didier warst Drogba, du. der hat für den afrikanischen, für das Ansehen des afrikanischen Fußballs echt viel gemacht, ey. Ja, aber da sind wir beim Thema Präsenz. Didier Drogba, wenn du ihn triffst, so, der ist Ja. cool und alles, ne? Aber der hat eine Ausstrahlung, der könnte, egal wo du den siehst, auf dieser Welt, auf der Straße, ich weiß, wer das ist, du guckst einfach auf den, weil der hat einfach diese Ausstrahlung, diese Präsenz. Ja, Das ist ein Krieger, verstehst du? ey, man sieht das ja selbst, also selbst durch den Fernseher sieht man ja, wie der läuft, Mimik, der hat was Majestätisches, dieses Mann, der ist einfach der, wenn du es im Der ist. Fernsehen schon spürst, will ich gar nicht wissen, wie das Genau. live ist. Wir haben irgendwie ein Spiel, Afrika Cup war das auch, wir haben ein Spiel gehabt, wir haben ein Spiel gehabt und da waren irgendwie so, sind ja tausende von Fans und sowas nach dem Bus und wollen auch Dings und sowas. Ja. Und Securities kommen dann und da war eine Frau, die kam da durch zu Drogba, wurde gerade reingelaufen, mit berührt in so einem Arm und ich schwöre, ich war schon im Bus, ich Ja. schwöre es dir, die wurde ohnmächtig. Schwör's dir. Die wurde Die ohnmächtig. Aura des Vorbei. Didier Drogba. Ja, das ist schon ein anderes Level. Also, ich würde nicht so leben wollen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Das ist krass, ne? ist schön, wenn man so in seiner Karriere so irgendwo ein bisschen bekannt war, alles, aber alles im Rahmen. Man macht da mal ein Foto oder so, wenn man, ne, in der Zeit, wo du halt spielst, machst da mal, unterschreibst dann, ist cool. Ja. Aber das ist schon so, wo du sagst, der kann gar nichts. Also zu der Ja. Zeit, jetzt ist auch wieder anders, ne, aber der konnte gar nichts. War krass. Ja, du warst ja, also wenn du auch in Düsseldorf feiern warst, das war halt so, man war im Club und dann ist so, aber man hat schon, ich habe ja auch Fußballkollegen, dann hat man schon gehört, weißt du übrigens, wer hier ist? Wer denn? Stefan Loboe oder auch irgendein Bundesliga-Profi, irgendein Ja, Zweitliga-Profi, ja. also es war schon so, aber das war dann nicht so, oh mein Gott, krass, aber es war schon so, wenn man die dann gesehen hat, war so, okay, krass, so sieht der privat aus, okay, aber es geht halt, Ja. es gehen nicht die Handys hoch und überall Blitzlichtgewitter so, das halt nicht. Ja, nee, nicht über Blitzlichtgewitter, aber das ist ja Unterschied. Weißt du, du redest über Düsseldorf. Was ist ein Zweitligaspiel in Düsseldorf? Was ist ein Bundesligaspiel? Ich bin im Ja. Ruder, stand ich neben Ballack oder was, neben was Ja, weiß stimmt. Ballack habe ich auch gesehen. Ja, der war ich. gut So, feiern. wenn du aber in, sag ich mal, in Nürnberg wohnst. Oder in Paderborn war es auch krass. Ja. Da war eine Bar in Paderborn, die war immer leer, da war nichts. Aber immer, wenn wir gespielt haben und wir haben unentschieden gespielt oder gewonnen, die Ja. Bar war voll, das war brutal. Beim Unentschieden finde ich auch geil. Punkt reicht. Lass feiern. Abend. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut, sehr gut. Top, top. Ich habe gerade hier die Leute sagen. 1-4. 4-1 hat Paris gerade gemacht in Barcelona. Okay, Ja, krass. heute ist ja Champions League, ne? Heftig, Alter. Hätte ich Ja, niemals gedacht. ich weiß. Geschaut. Dreimal Mbappé. Wir haben noch vorher Tipps abgegeben, weil wir zocken ja auch so ein bisschen. Ich meinte so, ich habe ein Gefühl, Liverpool schlägt Leipzig Handicap. Da steht es wohl auch 2-0. Und 2-0, 4-1. ja, und ich meinte so, ey, wenn Mbappé, normalerweise Barcelona schlägt Paris, es sei denn, Mbappé macht einmal in einem wichtigen Spiel wirklich ein krasses Spiel. Und anscheinend hat er heute jetzt 3 Tore gemacht. Na gut. Naja, stark. Hey, das ist wirklich Stark. heftig. Ja. Ich weiß, wir waren gerade bei so einem geilen Ding. Du hast gerade, ich weiß, worüber hast du gerade nochmal geredet, Alter? Ich glaube. Du warst gerade voll im Modus, Ja, du hast. ach so, ja, über das Leben so. Klar, in Düsseldorf, da, okay, gut, die Jungs, die kennen dich schon Leute und sowas. Man fällt ja auch irgendwie immer anders aus, ein bisschen auf und so. Genau, Paderborn, genau, ja. Aber wen interessiert im Ruders oder was ist Düsseldorf? Was gab es damals? So Boah. Nachtresi oder was ich was Ja. alles? Wie hieß denn der Laden da donnerstags im Hip-Hop in Checkers. auf der Küche? Ja, über. Checkers, Junge! Das hat ja am Sami Alagwi seinem Schwager gehört, glaube ich. Ja. War überragend. Der war auch Ja, schon wie bei gesagt, uns. Der war auch schon bei uns zu Gast. Der ist auch Sami. cool. Mit dem habe ich auch gespielt. Und Mike Franz in Wolfsburg damals auch. Stimmt, der war auch hier, ja. Ja, und aber wie gesagt, in anderen Städten ist es natürlich noch mal ein bisschen mehr. Wenn du Ja. woanders hingehst, so wenn es da nicht so viel außenrum gibt, dann bist du schon noch mal ein anderer Status. Aber Aber mir ist es gar nicht. das ist auch ein, also um mal kurz eine Parallele zu ziehen, um mein Egomanenzentrum auch hier nochmal kurz zu bedienen. Sehr gerne. Ich mache ja auch Battle Rap, ne? Und war auf Mallorca Ja. immer noch arbeiten. Und Ja. dieses YouTube-Ding ist halt krass, ne? Wenn du so ein paar krasse Battles hast, dann erkennen dich halt Leute auch. Und ich war mal wirklich auf Mallorca
Und dieses, was du erzählt hast von Didier Drogba im Flughafen, das hatte ich mal Ja. so an einem Abend in einem Club auf Mallorca, hatte ich das auch mal. Da war, keine Ahnung, ob das irgendwie Abifahrt, also wirklich gefühlt jeder vierte Typ im Laden wusste halt. Und dann haben die die Handys rausgeholt, es war dunkel und da waren Lichter. Geil. Und die Frauen dachten sich so, wer ist denn das? Und die haben ihnen so gesagt, das ist ein Battle-Rapper, das ist Cynic. Was ist Battle-Rap? So, voll viele Geil. wussten auch nicht, aber das war so das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo das auch so, wo das auch so krass war, deswegen verstehe ich auch Und du dieses. legst das los, es wird nur noch mehr. Es wird nur noch mehr. Nee, mein Hype ist hinter mir auf jeden Fall. Wenn dann nochmal irgendwann Ah, durch. wer weiß. Ja, wenn dann nochmal irgendwann durch Comedy, aber das ist auch ein anderer Hype als. Das ist nicht so, man ist nicht so cool, man ist nicht so ein Star, wenn man Comedian ist. Ich meine, kennst du Felix Lobrecht? Nee. Der ist so Deutschlands größter Comedian momentan und der ist so noch voll Okay. jung, sieht fresh aus, gut gebaut. Du doch auch. Was Ja, los? der ist noch jünger, sieht noch besser aus und sieht noch fresher aus. Okay. Und mit dem zum Beispiel, mit dem war ich in Berlin unterwegs und wirklich, der spielt Hallen, 10.000 Leute. Also der richtig über Fame. Und mit dem bin ich durch Okay. Berlin gelaufen und ich glaube, wir haben einmal ein Foto gemacht und der Foto machen wollte, der kannte mich sogar auch. Also der ist Comedians ist nochmal ein Naja. bisschen was anderes als Fußballer und so oder gerade Rapper ist ja noch Also, schlimmer. da bist halt jede Woche irgendwo im Fernsehen, ist klar, dann normal. Ja. Ist normal, aber ist doch geil. Ja, voll. Ey, Dicker, deswegen auch, wo du gerade meintest, so, ich will gar nicht so fame sein. Das Ding ist, ich habe auch schon so Situationen gehabt, wo man sich denkt, Mann, kennst du so heimlich Fotos machen und so? Das ist ja, das ist einfach, Ja. das ist uncool. Ich wurde deswegen mal suspendiert von Labbadia damals. Wir haben Weswegen? Sonntag. Wir haben sonntags ein Spiel gehabt und mittwochs war eine Party, da war ich mit drei, vier Spielern. Ja. Und es ging dann irgendwie über, hat irgendjemand beim Verein angerufen. Und ja, die waren besoffen und Dings, es hat gar nicht gestimmt. Wir haben am nächsten Tag erst mittags Training gehabt. So, bis 2 Uhr oder sowas da. Die haben die ganze Nacht gefeiert und so ausgerastet und sowas. So, und dann hat er mich suspendiert von vier. Ich habe natürlich meine Jungs nicht verraten. Ich habe nicht gesagt, dass andere auch dabei waren. Ach, Ich war der Einzige. nur dein Name ist durchgesickert. Ich schwör's dir. Boah, ist das ekelhaft, Alter. Oder ich hab mal bei Wacker Burghausen gespielt, in der Bundesliga, Richtung Ende meiner Karriere. Ja. Und da lief es sportlich bei uns. Ich war Kapitän und ich habe dann irgendwie mit meiner Freundin, also mit der damaligen Freundin, habe ich bei der Tankstelle habe ich einen Wein geholt. Es war ein Sonntag. Bei der Ja. Tankstelle habe ich einen Wein geholt, weil ich habe Spaghetti Bolognese gekocht, ein schönes Glas Wein. So, Ja. ganz normal halt. Ja. So, geh nach Hause, koch. Am nächsten Tag kriege ich einen Anruf vom Sportdirektor. Ja, was war denn los gestern? Ich so, hä, wie? Wie, was war los gestern? Wo los? Ja. So, und dann kommen auch meine Mannschaftskollegen und sowas und laden sich kaputt. So auf Facebook irgendwie, ja, wenn selbst der Kapitän schon sich besäuft am Sonntag, wie soll man da steigen wir ab und so. So. Das ist so Ich weiß nicht, lächerlich. ja, da gibt es mehrere Beispiele. So, manchmal ist es schön, dass man auffällt, irgendwie, wenn man nicht Ja. ganz so wie alle anderen. Manchmal irgendwie ist es auch zum Ja. Negativ. Ja, Aber keine Chance. gerade bei Fußballprofis, ich meine, wenn du als Rapper, jetzt nicht ich, aber wenn du als Rapper Fame bist und im Club bist, so keiner wird dein Management anrufen und sagen, hey, Kapital war gestern wieder rotzevoll um 5 Uhr morgens, Digga, das ist geil, wenn du um 5 Uhr morgens Ja. irgendwo rotzevoll ist. Aber wenn du mir einen Ja. Wein holst an der Tanke, Ja, also. das ist halt so. Das wurde dann auch irgendwie dann, wenn du dann bist du feiern irgendwo nach dem Spiel hast gewonnen, natürlich trinkst du was. Ja, nächsten Tag hast du vielleicht frei. Dann wenn manche Leute machen Undercover-Fotos und rasieren dich dann irgendwo. Online. Aber scheiß drauf, that's life. Es wird immer so sein, ist ja egal. Ja. Das gehört dazu. Und ja, kannst nichts machen. Sind so die minimalen Schattenseiten eines Traumlebens, so Ja, als Profifußballer nimmt man das. Nimmt das auch. gibt Schlimmeres. Außerdem kann man ja, ich meine, du hast ja auch, klar, während deiner Zeit, aber dann auch gerade nach der Karriere, man kann ja auch danach vernünftig feiern. Also ich glaube, mir wäre das Feiern auf jeden Fall auch zum Verhängnis geworden, wenn ich gut genug wäre für zweite Liga oder so. Ich wäre auf jeden Fall so oft suspendiert worden, glaube ich. Es macht einfach zu viel Ach, du, Spaß zu feiern. nein, das Ding ist ja, ich bin jemand, ich war immer, kannst du Tonio fragen, ich liebe so feiern. Also jetzt nicht mehr so wie vorher, Ja. aber mir hat Spaß gemacht, meine Jungs ein bisschen was trinken, Musik und sowas. Weißt du, wenn du das ist, wenn wir jetzt über Düsseldorf reden, ist es Lollipop oder Candy Shop, so ist Ja, doch geil. Ist, Weltklasse-Partys, ja. und da sind ja auch die ganzen Spieler aus der ganzen Bundesliga und was ich, sind ja auch da. Das Ding ist nur, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, vorm Spiel. Ja. So.
Weil die Story, die ich dir erzählt habe, das war Mittwochs und Sonntag gespielt. Also das Wen geht ja wohl. juckt's? So. Aber wenn du jetzt sagst, du bist Samstag und gehst Donnerstag, schießt dich ab oder gibst du Gas, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Das ist Ja. scheiße. Aber wenn du ein Spiel gemacht hast und das war, sag ich mal, zumindest unentschieden, also nicht verloren, unentschieden oder das ist vielleicht noch ein geiler Sieg. Ja. Das gehört auch dazu. Du musst auch ein bisschen Spaß haben. Du kannst ja nicht nur Fußball, dann kannst du nicht nur, ja, dann muss ich da nochmal den Pass spielen. Nee, geh doch feiern, hab doch deinen Spaß. Wenn dir das Spaß macht, Ja. was los? Ja. Besser haben die Jungs von der Elfenbeinküste, haben die auch gut gebrannt, haben die auch gut getankt? Die waren auf einem anderen Level auch in dem Bereich. Hey, die waren auf einem anderen Level auch in dem Bereich. Ich will nicht sagen, wer, aber ich habe Spiele gesehen. Wir haben Halbfinale Afrika Cup 2 Tage vor, die ballern den Jacky. Ey, ich hab. Ne? Brutal. Leistung gebracht. Aber die haben auf dem Platz, haben die zerstört. Ja. Wahnsinn. Das ist sowieso was, was mir extrem aufgefallen ist. Nicht nur, also vor allem in der Elfenbeinküste, aber auch wo in Südafrika. Als ich das erste Mal dahin kam, Training, und aus Deutschland kennst du ja, so wie man trainiert, geht man auch und Dings und sowas. Ja, voll. Dort Torschusstraining gemacht, angenommen, nur mal gedribbelt, gelacht, wo man eigentlich sagt, wir schießen immer direkt nach Flanken. Ja. So, danach war ich, da habe ich schon gesagt, hä, schießen den Ball da drüber, da drüber. Das sind diese Spiele aus dem Fernsehen. Ja. So, danach das Spiel, kleines Feld, im Zweikampf lachen die und so ein bisschen. So machen so Schwalben und so und lachen, den ganzen Ja. Platz lacht. Hier los, ey, das kann doch nicht sein. Und dann kam das Spiel. Und dann Ja. dachte ich, Krieg, das waren Krieger. Das war diese Switch, das war Das. unglaublich. Ja. Unglaublich. Und in Deutschland habe ich Spieler gesehen, die hätten ihr Leben gegeben beim Training, wenn es um Tor abräumen geht. Aber auf dem Ja. Spiel, wenn das Spiel losgeht, wenn der Schiri anpfeift und die Zuschauer haben die keine Cojones. Das ist wirklich krass. Ja. Das ist ein ganz, ganz krasser Punkt bei Profis, dieses wirklich, dann, wenn es darauf ankommt, wenn es wichtig ist, da sein. Boah. Genau, und das war da, war brutal. Ja. Ich muss Brutal. hier mal ganz kurz, hier hat vorhin, habe ich gerade gar nicht, habe ich voll übersehen, hat einer 10 € gespendet, nur um eine Frage zu stellen. Ich fragte, Stefan, hat dich zum Zeitpunkt des Nürnberg-Angebots die krasse Rivalität zu Fürth, wo du ja vorher warst, nicht mehr gejuckt? Fragezeichen. Boah, sehr gute Frage. Danke an den Fragesteller. Was heißt gejuckt? Doch, natürlich, aber. Was ich sagen muss, warum ich das gemacht hätte auch. Also, Kräuter Fürth ist mein Verein im Fußball. Mit Ja. Paderborn, wo ich sage, so, das ist so da, wo ich am meisten Erfolg hatte, wo ich am meisten auch gemocht wurde. Sowas. Aber ich habe von den Nürnberg-Fans auch, ich habe in Nürnberg gewohnt und ich wurde sehr respektiert dort. Also, es waren wirklich viele Leute, die einen dann ja kennen, du wohnst mitten in Nürnberg, so. Die da aber kommen, da war mal einer, der hat mir an seiner Wade gezeigt, ein riesen FC Nürnberg-Tattoo und sagt aber, hey, weißt du was? Fürth ist ein Scheißverein, ich hasse Fürth, aber du bist ein guter Torwart. Wäre cool, wenn du zu uns kommen Nice, würdest. ey. Das ist So, nice. das fand ich schön. Und ich habe mich auch wirklich mit der Region, auch mit der Stadt, Fürth und aber auch Nürnberg, ich habe in Nürnberg gewohnt, selten identifiziert. So, und klar, war eine brutale Rivalität. Ich habe Derbys gespielt vor 50.000. Wir haben ein Derby gespielt, da waren wir 3 Tage im Trainingslager, da lag auf der Abfahrt lag ein Schweinekopf vor unserem. Ich schwör's dir. Einem Ein Schweinekopf, abgestellter Fürth-Nürnberg-Derby. Schweinekopf und ganze Fußballspiel. Aber trotzdem, so, also ich hätte das auch gemacht. Das war ja nach der ersten Zeit, da war ich nur 2 Jahre in Fürth. So, da war ich auch 2 Jahre weg. So, ich hätte das gemacht, weil es einfach mein Trainer war, weil es eine geile Stadt ist, geile Region. Und natürlich ist es auch Nürnberg ein gutes. Klar, gerade damals, als sie in der Bundesliga waren. Aber so, Ja. deswegen hätte ich das. Ja. Henne, mein Lieber, ich hoffe, deine Frage wurde zu deiner Befriedigung beantwortet. Bevor wir später zu den Fan oder gleich zu den Fanfragen kommen, wollte ich nochmal fragen, wie das passiert ist, dass du in Südafrika gelandet bist. Boah, ich war in Rot-Weiß Oberhausen, lief nicht ganz so gut für mich. Und danach hatte ich ein paar Angebote, aber das war nichts so, was mir zugesagt hat. Und ich hatte dann erstmal gar nichts gemacht. Könnte man auch vielleicht sagen, verpokert, weil am Schluss war dann irgendwie, wenn du alles absagst, dann kommt immer nicht mehr so viel, wenn dann irgendwann die Saison angefangen hat, alle haben gerade zusammengestellt. Nein, dann bereue ich es aber nicht, weil diese Erfahrung war geil. Und dann war das so, dass ich mich dann in Hoffenheim fit gehalten habe. Weil mein alter Torwarttrainer Scholt Petri, der ist jetzt bei Hertha BSC seit 5 Jahren Torwarttrainer, das war mein Okay. Torwarttrainer in Paderborn, der hat mir das Angebot, mich da fit zu halten. Ich habe mich dann in der zweiten Mannschaft fit gehalten, öfters auch bei einem Profi mit Castells und sowas und Starke habe ich da trainiert. Nice. Und da habe ich den Lutz Pfannenschießen
Das ist auch eine Legende, Lutz Pantsch, die kennst Ja, du. natürlich, klar. So, das Lustige war, der hat ein Wel Buch geschrieben. Weltenbummler, Das Buch habe ich zweimal gelesen, ich fand das Buch überragend. ja. Und dann der war internationaler Scout für Hoffenheim und ich habe mich mit ihm super verstanden. Von Anfang an, so war cool, hat viel erzählt über Afrika und der hat überall gespielt. Und ich sage, Lutz, ich habe dein Buch gelesen, aber du bist als Typ noch geiler. Der hat nochmal andere Anekdoten ausgepackt. Ja. Und dann hat er gesagt, pass auf, du, ich was höre, sowas, du, wenn ich was höre, dann sage ich dir Bescheid. Und dann war ich wollte dann zu Wackerburghausen, habe ich mir dann überlegt zu gehen, das war eine Winterpause. War dann in der Türkei mit denen, sollte dann dort unterschreiben. Ruf mich irgendwann abends um 11, ruft mich Lutz Pfannenstiel an. Lobo, ich habe einen Verein für dich. Das spricht so tiefes Bayerisch. Ne? So. Ja. Ich so, ja, wo? Ja, Südafrika. Cooler Verein. Durban, geile Stadt. Musst du Boah, machen. Durban Hat soll ein direkt Traum sein. Durban ist unglaublich. Ich war in Kapstadt, ich war ja überall in so. Kapstadt, Johannesburg, Durban ist die beste Stadt. Unglaublich. Habe ich auch So. gehört. Dann sagt er zu mir, okay, gut, wenn du es machen willst, du musst morgen nach Südafrika fliegen. So, Lutz, ich bin gerade in Antalya mit Burghausen. Ja, Ich ist soll da doch unterschreiben. Mein. Kurzstrecke. Rüber da. Ja. Und dann sage ich, okay, gut, dann hab ich gebucht in der Früh 6 Uhr, Was hast du denen denn kam da an. erzählt? Was hast du denn bitte den Leuten da in der Türkei erzählt dann? Ich hab denen gesagt, wie es ist. Ich habe gesagt, pass auf, ist so, ich fühle mich hier wohl. Aber Yusuf Mokhtari, guter Freund von mir, da gespielt. Er hat gesagt, Lobo, komm, brauchen dich, bla bla. So, ja, die Mannschaft war cool, es hat Spaß dort gemacht. Wirklich, es war sehr sympathisch. Bin ja dann auch später irgendwie. Aber ich dachte, ich habe ein Süda Angebot aus Südafrika, das würde ich gerne machen. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann ist okay. Aber Aber ich habe was? meinen Flug gebucht. Ne? Ja. Ja? Nee, sag du mal, erzähl. Flug gebucht? Ich habe meinen Flug gebucht nach Frankfurt. Sachen gepackt. Damals habe ich. Wo habe ich damals. Ja, genau, habe ich ja keinen Verein gehabt. Dann habe ich in Pforzheim. Habe ich eine Wohnung gehabt. Zu meiner Familie Tschüss gesagt. Sie hat gesagt, Mama, pass auf. Ich gehe nach Südafrika. So, hä? Wie? So. Und habe meine Sachen gepackt, bin nach Südafrika geflogen. Und es war dann so ein Kennenlernen, Probetraining. Die kannten mich schon, aber die wollten mich trotzdem noch mal sehen. Ja. Und nach 2 Tagen haben sie mir einen Vertrag angeboten. Und wie waren die Bin ich dann Bedingungen hingegangen. da? Bedingungen waren gut? Überragend. Okay. Überragend. Das war ja WM, das ist ja WM-Land. 2010 war die WM, 2012 bin ich dahin. Ja, okay, alles noch frisch, ne? Also das war, boah, sportlich lief es leider nicht gut, weil nach dem zweiten Spiel, das hatte ich mich verletzt gehabt, weil ich kam im Winter von minus 10 Grad in Ja. Frankfurt oder in Deutschland zu plus 35, dort ist ja Sommer. So, ich Ja. hatte mich dann verletzt gehabt, Oberschenkel hatte ich einen Faserriss und war dann wieder fit nach 3 Wochen oder sowas. Und dann habe ich 2 Spiele wieder gemacht und dann habe ich mich wieder verletzt. Dann hat mich der Trainer fallen lassen. Irgendwo. Aber als Torwart ein Faserriss ist schon kurios, ne? Da muss schon wirklich Winter auf Sommer. Als Zweimal Torwart beim Abstoß. Naja, Scheiße. total. Aber trotzdem, ich sag dir was, ich würde das sofort wieder machen. Das war überragend. Ja, glaube Überragend. ich. Also, das Leben war geil. Die Spiele dort waren überragend. Waren tolle Spiele. Ja. Viele Nationalspiele aus Afrika gehen dann dahin, dass sie dann von da aus nach Europa und so. Also war sehr gut. Die Bedingungen waren super. Wir haben in dem, ich glaube, also das ist dieses Moses Mabhida Stadion mit dem Torbogen drüber, wo du so Bungee Jumping und sowas machen. Boah, ich hab's gar nicht mehr vor Augen, ey. Das ist schon so lange Kennen her. viele, kennen. Ich glaub, Deutschland, England da gespielt, wo dieses Wembley-Tor war mit neu. Ich glaube, das war da. Ja. Auf jeden Fall, das war unser Heimstadion. Das waren alles neue Stadien, wo man gespielt hat. Brandneue WM-Stadion, 2 Jahre alt. Und die Trainingsplätze sind ja genauso alles so kleine Stadien hergerichtet. Also die Bedingungen waren super. Ja. Wenn wir jetzt aufs Thema Geld kommen, war es auch echt gut. Der Verein übernimmt die Steuern für dich, je nachdem halt. Und ich habe halt einen Euromann-Vertrag ausgehandelt. Brutto gleich netto. Ja, gut. Natürlich musst du brutto, das macht aber Männer. der Verein. So, du handelst halt nur das und das will ich netto haben. Steuern Ja. interessiert. So, und war wirklich gut. Und das Leben, ich habe viele bis heute noch Kumpels da, ich würde sehr, sehr gerne dahin. Also, es wäre mal ein Traum von mir, irgendwann mal in Südafrika auch zu arbeiten. Also, ich würde es Ja. sofort wieder. Ich kann es so nur jedem empfehlen, Leute, geht mal in Urlaub nach Südafrika. Die Leute sagen immer, Südafrika ist gefährlich, bla bla. Ich war überall dort, alles cool, Ja. wirklich. Ja, außerdem So, bist ja ja. nicht, du spielst ja nicht Fußball in den Townships, ne? Also ist ja. Spielst du Fußball in Townships? Klar. Da, gibt schon Mamelodi Sundowns, das ist mitten in Soweto. Okay, crazy. Ja, aber das.
Nee, ich meine auch wegen der Geschichte einfach nur. Ich glaube, wenn du mit dem Mannschaftsbus oder keine Ahnung, was durch Soweto fährst zum Spiel, das ist doch, Da da muss. passiert nichts. Da passiert nichts, Mann. Nee, Da sind viel ich meine nur, weil bekannt. das so geschichtsträchtig ist. Ja, für mich war das einfach so, was ich. Das war ein Abenteuer einfach. Das war, Ja. und vor allem, was das Krasseste ist, was ich aus Südafrika gelernt habe, was für mich persönlich, weil ich einfach Mischling bin, weil es einfach krass ist. Ich habe im Spiele gespielt. Ich komme da hin, so waren ein paar Weiße, die meisten waren Schwarze, war ein Mischling. Ich gehe zu dem hin am zweiten Tag, ey, Bro, was geht? Woher kommen deine Eltern? So wie bei uns halt. Ja. So, woher kommen deine Eltern? Er sagt, ja, aus Südafrika. Ich so, ja, okay, aber so. Da sind wir, da bist du der Dumme, der die dumme Frage stellt, Alter. Ja, pass auf. Der so, ja, wie? Ich so, ja, aber so, was ist deine Mischung? So, dein Vater ist von wo? Deine Mutter? Ja, Südafrika. Ja. Aber der will mich verarschen oder was? So, ich wurde dann Generationen sauer, von weil ich. Mischling, ja. So. Dann hat er mir erklärt, dann hat er mir ein bisschen erklärt, damit habe ich mich später extrem beschäftigt. In Südafrika, Coloreds, ist eine eigene Rasse. Die Ja. haben nichts mit Weiß, nichts mit Schwarz. Weltweit bist du eigentlich, wenn du Mischling bist, du mehr ehrlich, bist du mehr bei den Schwarzen. Ist einfach Ja, so. safe, safe. So. Optisch auf jeden Fall, ja. Obama ist halb schwarz, halb weiß, aber the black president. Weiß ich. Ja. Dort hast du, die haben ihre eigenen Townships. Das ist crazy. So, du gehst in Townships, wo nur Leute sind, aber die haben, die Eltern sind Colored, die Großeltern sind Colored, die Großgroßeltern, Ja. so, deine Freunde sind Colored. Dort ist es zum Beispiel so, du gehst in Südafrika, gehst du nicht feiern nach, komm, wir gehen in Hip-Hop-Club oder komm, wir gehen in House-Club oder komm, wir Nach gehen in was. Farben oder was? Hey, let's go to Black Club. Let's go to Indian Club. Das sind viele Inder. Let's go to White Club. Let's go to Color Club. Das ist verrückt, das ist crazy. Mit allem so. Du gehst, da war eine Straße, Florida Road, da waren die ganzen Bars und Restaurants und diese Amüsiermeile. Ja. Du hast da einen Club, da sind nur Schwarze. Also würde ich So. dann auch nicht reinkommen, oder was? Natürlich, und das ist ja das Krasse. Du kommst, alle Leute mögen, du kommst, dann ist dieser Rassismus, weil, also diese Trennung, weil die es nicht anders kennen. Aber ich. Die meisten Freunde von mir waren Nigerianer, Ja. so, waren coole Jungs und ich war mit denen in allen möglichen, also Ja. hauptsächlich Schwarz oder Mischen, aber egal, wir waren auch im Weißen Club, scheißegal, da sagt keiner, du kommst nicht. Ja. Die sind es einfach nur so gewohnt. Die Aber sind es gucken die einfach nur so komisch? gewohnt. Gucken die ja komisch, wenn du quasi als Weißbrot mit den ganzen. Nein, die gucken nicht komisch, das ist einfach nur, die sind, Ist so das ist merkwürdig, ey. dieser Teufel in dem Land, dass diese Apartheid, diese Menschen sollen, weiß ich wohin, Krass, weil. Alter. Das ist bis heute, weil das ist 94 ist es zu Ende gegangen. Überleg mal. Ja, Das heißt, ist unsere ein Generation, die sind Katzensprung, noch ey. in Mischling, also College-Schulen werden wir gewesen, die anderen. Es ist bis heute ist es verrückt. Ist halt, das ist halt einfach so. Ich habe wie eine Doku gesehen. Das war Wahnsinn. Ja. So, du gehst halt, du, also ein wunderschönes Land, tolle Leute, aber du hast halt schon so, das ist halt diese eine, du siehst halt kein weißer Arbeit, also du siehst keinen Weißen irgendwo arbeiten. Du Ja. siehst die Schwarzen arbeiten. Zum Beispiel bei mir war eine Tankstelle, sind nur Schwarze. Wenn aber irgendwas Wichtiges ist, wenn du irgendwie ein Geschäftsführer, auf einmal kommt der Naja. Weiße, du jeden Tag bist, du siehst nur Schwarze, auf einmal kommt der Weiße raus mit einem anderen Weißen halt in den Ja. alten Dorf. Das ist schon crazy. Oder du Aber es gehst ist in ein auch, es Restaurant, ist das ist. zu kurz, es ist zu kurz. Es gab mal 26 Jahre her oder was, das ist. Ja, siehst du. So, das ist schon so, aber man muss schon sagen, wenn du dieses Spiel nicht mitspielst, keiner macht dich dumm an, keiner irgendwie die Freunde, also du kannst mit allen cool sein. Du Warum machen musst es dann nicht mehr? Weil sie es einfach nicht gewohnt sind, wahrscheinlich auch, ne? es nicht gewöhnt. Ich habe das ganze Jahr oder halb, dreiviertel Jahr, oder ein halbes, dreiviertel Jahr war ich da, ich habe nicht ein einziges Pärchen gesehen, schwarz und weiße Frau. Oder Kumpels habe ich kein schwarz und weiße gesehen. Die leben in ihren eigenen Welten. Na, das ist krass, Alter. Ich habe meine Schwester angerufen, ich habe gesagt, ey, meine Schwester hat Jennifer. Ja, Jenny, ey, hier sind, ich habe dir die Story erzählt, von der eigene Rasse. Das sind Townships, wo nur so Leute sind wie wir. Ja. Ich so, meine Schwester war schockiert. Da bin ich extra in den Township gefahren, um mir das mal anzuschauen. Und nur Mischlinge halt, also Colored halt sind. Crazy. Ja, aber irgendwie stelle ich mir so, ich kriege auch gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir das gerade so vorstelle, wenn man dann halt da, es ist ja, kann man, da kann sich ja keiner von frei machen, dieses, du siehst irgendjemand oder du kommst irgendwo hin und dann fühlst du dich so, ah, okay, Leute sehen so aus wie du oder sind wie du, das ist ja, also man kennt das in der Form ja gar nicht. Jetzt pass auf, jetzt erzähle ich das Krasseste. Denkst du, Südafrika und sowas ist gefährlich, Leute sind gefährlich. Man realisiert es normal, die Schwarzen sind gefährlich. Hä? In Südafrika, die gefährlichen Colors, die haben zu mir gesagt, vom ersten Tag haben die zu mir gesagt,
Geh, wenn du feiern gehst, geh in keinen Color Club. Die Leute sind. Haben die zu dir gesagt? Die haben zu mir gesagt, ey Bruder, wir können überall hingehen, aber wir gehen Aber in nicht keinen zu den Club, geh da Mischlingen. nicht. Auf keinen Fall zu den Halfcasts. Pass Geh da auf die nicht, auf. ne? Aber warum? Die sagen, ey, pass auf, ab 1 Uhr morgen, ab 1 Uhr, wenn du feiern gehst, fliegen Stühle, fliegen Flaschen. Wenn du, so. So, boah, okay, gut, krass. Und die Schwarzen haben Angst. Anderes Level, krass. Das ist ja wirklich, Also ey. das war eine Erfahrung, die werde ich, und wenn ich keinen Euro verdient hätte, wenn ich kein Spiel gemacht hätte im Fußball, ich würde es trotzdem wieder machen. War geil. Krank, Alter. Ey, das kann War man geil. ja. Man Man. lernt schon viel dort. Also das ist ein schönes Land. Das ist halt das Negative, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wenn du das Spiel nicht mitspielst, wenn du nicht sagst, okay, ich bin Collert, ich gehe dahin, wo die Collert sind, hast du ein tolles Leben dort. Ja. Die Leute sind freundlich, sind cool, sind gechillt. Hübsche Frauen, also Ja, das ich, muss Alter, ich habe auch Fotos gesehen, Sachen gehört, Junge, ey. Also, sagen. meine jetzige Verlobte, die ist auch, so wie ich halb, die ist halb Senegal, halb Deutsch. Und Schön. wir wollen schon mal irgendwann, also Südafrika ist auf jeden Fall so, dass wenn so viel, guck mal, ich bin so ein Reisemuffel, ne? Von mir aus, ich weiß, ich werde auf jeden Fall irgendwann sterben, ohne Asien gesehen zu haben oder ohne Australien gesehen zu haben, ne? Ich muss nicht, aber so ein paar Sachen muss ich auch. Und wenn mir so viele Leute, auf deren Meinung ich was gebe, sage, vertrau mir, du musst Südafrika mal gesehen haben. Nein, musst du, kein Thema, musst du. Das ist, Ja. also auch für die Leute, die vielleicht sagen, ich würde mal gerne Afrika, aber irgendwie, ich weiß nicht so richtig, geh nach Südafrika. Das ist, Südafrika ist dieser perfekte Mix zwischen Europa und Afrika. Du musst natürlich trotzdem auch schauen, wohin, ist ganz klar. Ne? Aber es ist ja in Deutschland genauso. Inzwischen, sind wir ehrlich. Ja, So, natürlich. Also man, wenn jetzt wie. einer, wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein schwedisches Pärchen hier Deutschland begutachten will, dann sagen wir denen natürlich nicht, hier geh mal zum Gallus. Das ist eine. So sieht's aus. So, das verstehst du so. Ja. Aber, also, es ist überragend. Die Schönheit von Südafrika ist für mich unerreicht. Ist brutal. Ja. Krass. Und Also, ich kann es nur dann jedem bist du dann noch als empfehlen. Fußballprofi, verdienst du noch gutes Geld, hast wahrscheinlich noch eine schöne Wohnung oder ein Apartment oder keine Ahnung, was du da hast. Klar, ich habe im Touristenviertel gewohnt, im wunderschönen Drei-Zimmer-Ding, hat der Verein bezahlt. Gateway ist da so ein von den größten Einkaufszentren in Afrika. Ja. Da war ich 5 Minuten Fußweg davon weg, da brennt, da kannst du immer hin, da läufst du 3 Stunden und du hast, keine Ahnung, 5% gesehen. Das ist Wahnsinn. Also es war super. Ach ja. War Ey, super. wie hast du ein glattes Karriereende gehabt, würdest du sagen? Hattest du ein gutes Karriereende? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist auch, ich bin, was Sie interessiert. Ja, klar. Ich bin, und das ist die 1-Million-Euro-Frage. Ja. Was ist das größte Hassderby in Deutschland? Das größte Hass-Derby in Deutschland. Ja. Du spielst wahrscheinlich auf Dortmund Schalke an, das wird es aber nicht sein. 1860 Bayern weiß ich auch nicht. Nürnberg Fürth hatten wir Das eben sind schon. die KSC 50 Euro, die. Stuttgart. Nein. Burghausen, Regensburg. Du glaubst es nicht. Ich schwöre es dir. Burghausen gegen Regensburg. Ich schwöre es dir. So, also das weiß kein Schwein. Nee. Fehlt auch kein Schwein. So, ich habe in Burghausen ja gespielt. Ja. War der Kapitän auch. Gute Saison gespielt und alles. Und dann hatte ich, wir sind leider abgestiegen und ich hatte ein Angebot aus Regensburg. Und dann haben die mir schon, und das ist das, die haben die mir, Regensburger, die haben mich gefeiert und ich war Kapitän und alles und Lobue hier und bla bla. Und dann kam irgendwie eine Zeitung, kam irgendwie raus, ich war mit Regensburg. Da hat beim Pokalspiel hat mich ein Fan Angespuckt. angespuckt. Hinterm Zaun natürlich, Gott sei Dank. So, das ist das Schlimmste für die auf dieser Erde, wenn einer nach Regensburg. So, ich hab gelacht, ich so, hä, was, das kann bei Günther Jauch, weiß es. Ja. So, dann gehe ich nach Regensburg. Und jetzt kommt der Kapitän von Burghausen. Die Fans haben mich von Anfang an. Da ist so ein Interview, das kannst du vielleicht mal, wenn du immer mal Dings kannst du anschauen. Das war mein Interview, wo ich gesagt, wo. Das war ein Spiel gegen Stuttgarter Kickers mit Regensburg. Ich war da auch hin. Und nicht ganz so gut bei uns. Ich habe okay gespielt. Das schlecht, nicht top, aber okay gespielt. Aber bei jedem Spiel haben die mich irgendwie verantwortlich, die Fans. Ja. So,
Dann spielen wir gegen Stuttgarter Kickers und den Sportdirektor haben die auch fertig gemacht. Der ist heute noch im Keller. Und dann machen die so von der Fankurve zur einen Seite, also von der Fankurve, die anderen machen sie so ein, wie sagt man, so ein Gesang: Keller raus, Ja, Keller. so ein schöner Und Kahn oder was, irgendwann ja. sind die Fans aus unserem Fanblock im Fanblock zu Stuttgarter Kickers gegangen und haben das gemeinsam, das ganze Stadion, die ganze zweite Halbzeit Keller raus. Ne? Und so, das ging schon wochenlang so. Nach dem Spiel, wir haben verloren, ich war eh sauer. Und dann nämlich interviewt, was sagst du zu den Fans und bla bla. Na, ich habe meine Meinung gesagt, dementsprechend, ich habe gesagt, für mich ist, wer sowas macht, ist asozial. So, für mich, ja, guck dir das Interview an, da wirst du sehen, was ich mache. Was muss ich eingeben bei YouTube? Gib mal einen Lobue-Ausraster oder Lobue-Fans oder so. Guck dir das mal kurz an und dann sagst du, ich muss noch mal ganz kurz auf Toilette, Ja, sorry. ich zeig das den Leuten kurz. Ja, bin noch Zeug gemacht. Ja. Was soll ich eingeben nochmal? Loboe Fans oder was? Nee, ich finde das hier nicht. Toni Neul, das war dein Interview, was dir den Kopf gekostet hat. Ach so, vom Stefan oder was? Lieber Knecht rastet aus. Ich finde das hier nicht. Toni, was musst du eingeben? Ich finde das nicht. Stefan Loboe, Ausraster finde ich nicht. Was war das? Burghausen oder was? Dann gib einfach mal ein, warte mal. Warte mal kurz, oder gib das mal bei Google ein. Ja. Bei Google nach Videos. Ja, dann siehst du ganz oben. äußert sich zu seinem Ausraster. Das meinst du? Nee, das nicht. Gib mal Videos, das steht Ah. in Klammer oder in Anführungsstrichen asoziale Fans, Jan Thorwart, Lobo, Platz der Kragen. Ja. Guck dir das mal an. Außer bestätigen. Geh erstmal scheiß Werbung, Alter. Sportliche Unterhaltung Ja. wünscht. Ich mach Das das ging mal dann auch so kurz. ein bisschen. Ich mach's mal kurz, Ja. sodass die Leute das auch sehen können. Einen Moment. Jojo. So, warte kurz. Ja, ist ein bisschen daneben, aber passt schon. Wenn irgendwelche Fans hier schreien, Keller raus und so Scheiße, das ist asozial. Das möchte ich mal hier betonen. Vor allen Leuten, das ist asozial. Vor ein paar Jahren ist Robert Enke gestorben an Depressionen. Macht doch mal hier Dingsbums. Wenn irgendwelche Fans hier schreien, Keller raus und so Scheiße, Warte, den? das ist Ja. asozial. Das möchte ich mal hier betonen. Vor allen Leuten, das ist asozial. Vor ein paar Jahren ist Robert Enke gestorben an Depressionen. Und alle Scheißheuchler erzählen hier und da und das und das. Die sollen mal gucken, wie es ihnen gehen würde, wenn ganze Stadion die Leute auspfeifen würde. Das ist asozial. Und da soll sich jeder soll die Schnauze halten, Das wenn ist er ein sowas macht. Samurai! Weil wir sind alles Menschen. Jeder macht gute Sachen, schlechte Sachen. Und Keller ist da, versucht sein Bestes. Wir machen unser Bestes. Und dann sind irgendwelche Vollidioten, die was weiß ich wo sind und beschimpfen einen im ganzen Stadion, machen sie lächerlich. Wer sowas macht, der soll nach Hause gehen. Die Fans sind auch rübergegangen, haben den Fanblock verlassen. Hast du dafür Verständnis? Ist mir scheißegal. Das juckt mich null. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die sollen machen, was sie wollen. Sind super Fans hier teilweise im Stadion. Echt, absolut. Die uns anfeuern bis zum Schluss. Manche Leute denken, die sind ganz besonders. Das ist dann, und dann machen sie eine Person fertig und schreien gegen eine Person, wo man vor ein paar Jahren noch über Depressionen und wir sollen uns alle besser behandeln gesprochen hat. Dann weiß ich, ob das eine gute Sache ist oder wer so durchs Leben geht, der soll am besten zu Hause bleiben. Das ist meine Meinung. Jeder kann sich darüber äußern, wie er will. Das ist meine Meinung. Punkt Ausschluss. Krass, Alter, das ist mutig, ey. Der Toni hat ja gerade einen Check geschrieben, das ist das Interview, was sich den Kopf gekostet Nee. hat. Scheiße. Weißt du, okay, was sagst du darüber? Ich bin, Dicker, ich bin, wir sind, also du kennst meine Sachen nicht, aber also jeder hier im Chat und wir sind alle, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger hier im Chat ist, der sich sagt, na, hätten wir vielleicht mal ein bisschen anders phrasieren können. Nee, wir sind alle genau auf dem Film. Killer. Ich bin kein Typ, der Wischiwaschi ist. Und wenn, weißt du, das war für mich auch bei dem Hintergrund so, auf eine Person wochenlang so Dings. Es gibt auch Menschen, die sind vielleicht anfällig für Depressionen und so. Weißt Safe. du?
So und so. Und ich war, man kann es auch so sehen, ich war der Mann, der sich vor den gestellt hat. Kein Spieler hat irgendwie was gesagt oder hat irgendwie versucht, die Fans zu beruhigen oder irgendwie zu vermitteln. Kein Spieler. Ja. Weißt du, und irgendwann, so, ich habe mich vor den gestellt. Ich wurde auch von denen. Ich habe keine Geldstrafe bekommen, gar nichts. Und das Beste war, das Beste, und jetzt kommt's, komplett ausgerastet. Da war eh vorbei, so der Kapitän von Burghausen, was erlaubte sich, beleidigt die Fans. Ich habe nur gesagt, wer sowas macht, hat immer die gleiche Person fertig zu machen in der Gruppe. Ich finde Ja. das asozial. Das ist auch meine Meinung. So, verstehst du? Das heißt, und eine Woche drauf spielen wir in Unterhaching. Ich war Vizekapitän. Der Kapitän fällt aus. Ja. Ich bin Kapitän im Sch so, ich habe 90 Minuten lang, das hast du noch nie gesehen, bei jedem Ballkontakt habe ich beschimpft, ausgepfiffen, Sachen auf den Platz geworfen, die eigenen Haching? Fans. In Unterhaching, aber die Regensburg. Die eigenen Fans? Die eigenen Fans bei jedem Ballkontakt, bei jeder Aktion. Beim Warmlaufen ist das Schlimmste, weil als Torwart läufst du alleine auf den Platz erstmal, machst dich warm. Ja, natürlich. Normalerweise kommst du, machst erstmal Klatsch vor deinen Fans. Diesmal. Da hast du dich aber außerhalb des 16ers warm gemacht, ja. Diesmal nicht. Da kam der Torwarttrainer zu mir, der ist heute Torwarttrainer, glaube ich, in Augsburg. Und er sagt zu ihm: Boah, kannst du überhaupt spielen? So was habe ich noch nie erlebt. Ist mir scheißegal. Was ist Ja. los? So, und ich habe dann auch ein ordentliches Spiel gemacht. Und an dem Abend hatten wir dann, an dem Abend hatten wir dann, glaube ich, unentschieden gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. An dem Abend hatten wir dann Weihnachtsfeier. Da Ja. wollten, glaube ich, 50 oder 100 Fans wollten die Weihnachtsfeier stürmen. Da haben die Polizei alles wegen mir. Aber überleg mal, wie, also nicht, natürlich nicht alle, aber überleg mal, wie dumm das Gros ist einfach. Der eigene Torwart, also die haben es lieber, dass ihr eigener Verein Tore kassiert, anstatt dass, also was ist das für eine, hätten die dann jetzt gejubelt, wenn er einen kassiert hätte? Was ist das? Ja, das ist, aber weißt du, das war ich Profi geworden 2000, das war 2015. Weißt du, ich habe andere Sachen gesehen. Also Ja. das war schon extrem, aber das ist auch eine Story, die man zu erzählen hat. Weißt du, wer durch das geht und trotzdem in seinem Mann steht, that's life, fertig, alles gut. So, dann habe ich zu meinem Berater gesagt, ey, pass auf, ich hier weg, Alter, eine Winterpause. Das war Ja. kurz vor letztem Winter, aber ich bringe mich hier weg, das macht keinen Sinn mehr. Hm. Ich habe auch kein, es haben eh keinen Spaß da gemacht. Es hat einfach nicht, manche Wechsel, ein guter Verein, aber manche Wechsel passen einfach nicht. Ja. Das würde dir jeder Fußballer sagen. Es gibt Wechsel, da kommst du, das passt von vornherein. Und es gibt Wechsel, wo du einfach merkst, so, alles cool, Stadt ist okay, ist zwar nicht meine Welt, so Studenten nur, aber ist eine schöne Stadt, alles cool. Aber ich passe hier nicht. Ja. So. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich spreche mit dem Verein. Und dann hat er auch mit ein paar anderen Vereinen gesprochen, die interessiert waren. Und dann war ich nach der Winterpause sind wir im Trainingslager. Und der Christian Brandt war der Trainer, kam zu mir und gesagt: Lobo, pass auf, lass uns mal sprechen. Und war cool, war wirklich Christian Brandt, guter Typ. Ja. Hätte mich auch rausnehmen können, hat mich trotzdem spielen lassen. Habe ich es ihm echt hoch Ah angerechnet. ja, Hätte ah mir ja. einfach machen können. Ja. Weil die sind ja auch auf den, so, warum lässt er den noch spielen? Bla. So. Und dann habe ich gesagt: Lobo, pass auf, lass uns mal quatschen. Ich so: Ja, gern Trainer. Und dann hat er gesagt: Wie siehst du die Situation? Er hat gesagt, ja, ganz ehrlich, ich glaube, das macht für uns beide keinen Sinn. Die haben mich auf dem Kicker schon von vornherein, weil ich aus Burghausen komme. Ich Ja. komme nicht. Wer kennt denn überhaupt die Realität Burghausen, Regensburg? Ja. So, kennt kein Schwein. So, ich komme nicht. Ist nicht so gut gelaufen. Ich glaube, es ist aber beste, wenn ich eine Lösung finde, dass man dann einfach sagt: Man trennt sich. Und er sagt: Ja, Pass auch auf, korrekt. ich finde es gut und fair von dir. Ich sehe es genauso. Ich finde, du bist ein geiler Typ, ein geiler Torwart. Aber ich glaube, dass aber auch bei den Vorkommnissen und so, ich glaube, es ist besser, wenn wir eine Lösung finden. Dann habe ich gesagt: Okay, haben uns die Hand gegeben, haben gesagt: Alles klar. So, dann habe ich mit meinem Berater gesprochen und sowas. Nach dem Trainingslager, also getroffen. Da war es aber schon relativ spät. Ende Januar oder 20. Januar oder sowas. Und du kannst ja nur bis 31. Januar wechseln. Und dann hatte Ja. ich ein Angebot, das war 2015 dann aus Chemnitz. War ein gutes Angebot. Bin dann nach Chemnitz gefahren und ich habe zu meinem Berater gesagt: Ich, bei allem Respekt, ich gehe nicht nach Ostdeutschland. So. Warum? Obwohl ich, das war gerade die Zeit mit AfD, dann in Chemnitz und sowas, ich sag so: Hey, ich, so nach der Sache in Regensburg, ich brauche Ja. erstmal, so, ich habe mich mit denen getroffen,
toller Verein, wirklich, die wollten mich alle haben. Also war der Sportdirektor, war der Torwarttrainer, war der Trainer, die haben sich echt bemüht, die wollten Führungsspieler, wir haben, kenne dich schon lange und wir wollen dich, bla bla. Und danach bin ich aber halt in, also war ein tolles Gespräch, ich habe gesagt, ich überlege mir das. Und dann bin ich in die Stadt gegangen nach Today. Sorry. Seid mir nicht böse, aber. Ich habe meinen Berater angerufen und die haben wirklich, waren großzügig auch. Ja. Ich habe meinen Berater angerufen und habe gesagt, ey, pass auf, bitte sag den ab. Das war toll. Die haben auch viel vor, wollen ein neues Stadion bauen und alles. Ich bin echt bemüht, aber jetzt nach der Erfahrung mit Regensburg, ich glaube so für mich, ich glaube, ich brauche erstmal eine Auszeit. Ja. Und dann hat er den abgesagt. Die waren schon ziemlich enttäuscht. Und ja, dann war es das. Dann bin ich 3, 4 Wochen mit einem Kumpel, bin ich nach Marokko geflogen. Ja. Und zwar, ich wollte ein bisschen Wärme, ein bisschen abschalten, nach Marrakesch. Weil ich damals, als ich eine marokkanische Freundin hatte, war ich oft in Marrakesch. Geile Stadt, Habe ich auch wunderschön. gehört, ja. Top. Also für alles, was Kultur, Nachtleben, Spaß, schöner, also ist eine schöne Stadt. Und dann war ich da, dann kam ich zurück, okay, was machst du? Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Habe ich mir eine Wohnung in Düsseldorf genommen, nach Düsseldorf gezogen, habe mich zwar so selber fit gehalten, ja. Habe irgendwie kein Feuer gehabt beim anderen Verein oder so. Ich habe einfach Leben genossen, Sport gemacht und mir überlegt, ob ich überhaupt nochmal spielen will. Aber dieses Feuer, das ich dachte, komm nochmal, das kam nicht. Aber hättest du nicht theoretisch Bock gehabt, in Düsseldorf nochmal auf ruhig einfach, keine Ahnung, dritter Torwart bei den Profis, Jugendtorwarttrainer, Amateure vielleicht, Stamm, kein Bock? Ich, weißt du, wie ich dir gesagt habe, klar, Geld ist wichtig, aber ich bin nicht dieser Typ, der Leistung bringen kann, den ich wohlfühle, egal wie viel Geld es ist. Okay. So, ich weiß, das Feuer war einfach nicht mehr da, mich wieder zu quälen, wieder Gas zu geben. Weißt du, ich habe das nicht mehr gehabt. Nach 15 Jahren habe ich auch selber, weißt du, bevor du irgendwo hingehst und irgendwie abkassierst und bist nicht der, dann wirst du irgendwo weggejagt. Keine Lust. Ich habe einfach das Leben krasse genossen. Krasse Einstellung, ja. Ja, man muss ja ehrlich sein zum Verein, weil es geht um meinen Namen, verstehst du? So, ja. So, ich habe eigentlich insgesamt einen guten Namen im Fußball, glaube ich. Ja. So bin ich jetzt auch beim Bundesliga-Verein, das schafft ja auch nicht jeder mal kurz nach der Karriere irgendwo. So, und jetzt irgendwo hingehen zum Kassieren, dann verdiene ich das Geld halt lieber. Aber auch nicht mal so, nicht mal China oder Katar oder irgendwie so eine Scheiße? Nee, das als Trainer vielleicht irgendwann mal, aber ich war in dem Moment, war ich einfach so, ich wollte einfach mal das Leben. Ich wollte einfach Spaß haben, kein Stress, keine Leistung. Ich möchte einfach das Leben. Ich war einfach so, wie soll man sagen, das, was mich gemacht hat, dieses Feuer immer und trainieren weiter und ja. Alles in Fußball unterordnen. Ich habe das einfach gefühlt so, muss mal auch mal was anderes kommen. Jetzt möchte ich mal durchatmen. Ja, ich glaube. Habe ich mir gesagt, okay, bitte? Ich glaube, man ist dann auch ausgebrannt, ne, irgendwann. Ich war ausgebrannt. Das ist auch wirklich so. Und dann habe ich einfach, ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Irgendwann am halben Jahr Ruders und Resi und Kö und Altstadt und Ding. So, das war, wo ich dachte, ja. Ey, irgendwann. Und das Lustige war dann bin ich, habe ich meine Familie besucht in Pforzheim und da fährst du in Frankfurt vorbei. Und ich habe mit ein paar Kumpels gesprochen. Jungs, ich fahre in Frankfurt vorbei, wo seid ihr? Ja. Und dann, ja, ich bin gar nicht der Gänger, aber ja, wir sind in der Shisha-Bar. Komm vorbei da. Unsere Welt. Ich so, okay, gut. Ich komme dann vorbei und dann war ich dort und dann kam ein Kumpel von denen rein in Eintracht Frankfurt Fußballschuhklamotten. Okay. Und der hat gesagt, oh, die suchen unbedingt einen Torwarttrainer. Und dann meinem Kumpel gesagt, ey Lobo, mach das doch. Überlegst du, mach Zufall das doch. Was ist das denn, Frankfurt? Alter? Im Leben gibt es keinen Zufall. Es gibt nur Zufälle. Es gibt nur Zufälle. Oh, da können wir lang diskutieren. Sehr gerne. Nächster Stream. Da können wir lang diskutieren. Ja. So, und dann bin ich, dann hab ich gesagt, okay, gut, kannst du mal mein Profil geben? Das war eigentlich im Prinzip eh das, was ich machen wollte nach der Karriere, weil ich habe normal gearbeitet. So, das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ich wollte eh Torwarttrainer. Ja. Und habe mich 2 Wochen später Oka Nikolov angerufen, ich soll mal nach Frankfurt zum Stadion kommen. Legende. Und mit ihm und mit Charlie Körbel sprechen. Boah, noch mehr Legende, Junge. Ja, Charlie ist schon der Held hier. Ja. Babu. Und ja, sympathisches Gespräch. Und die haben gesagt, pass auf, komm noch mal zum Fußballcamp dazu, guckst mal, wie es dir gefällt. Wir gucken auch mal, wie du das machst. Vielleicht ist es ja gar nicht deins, guck's einfach mal an. Ja. So nach 2 Tagen, und das sind ja nur Legenden. Money Bins,
Der Erwin Skill war damals da, Uwe Bindewald, Bein, Charlie Körbel. Uwe Bein ist da noch, der Erfinder des tödlichen Passes, der ist da noch. Ja. Und ja, noch andere, also Norbert Nacht war, wie gesagt, also nur so die ganzen Legenden. Ja. Und gleich gut verstanden, super integriert worden, und haben die gesagt, du, pass auf, die haben die Dreh, und das ist ja denen extrem wichtig, dass eine Gruppe da ist. Die haben sich alle für dich ausgesprochen und gesehen haben, hat der Charlie Körbel gesagt, machst du es gut. Ja. Du kannst dir das vorstellen, machst du dir Spaß. Ich so, ja, klar, jetzt machen wir nochmal eine Woche, dann können wir das mal entschuldigen. Hab ich das gemacht. Jetzt hältst du, glaube ich, gerade dein Mikrofon zu. Man hört nichts mehr. Immer noch? Ja, jetzt hört man wieder. Ja. Nee, dann habe ich das. Und so kam ich dann hierher nach Frankfurt. Und das habe ich dann 4 Jahre gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Habe auch Privattraining gegeben und sowas. Und dann kam letztes Jahr das Angebot vom Nachwuchsleistungszentrum. Letztes Jahr das Angebot was? Vom Nachwuchsleistungszentrum. Ach so, ja. Und also. Ja. Du gehst, nee, sag nochmal kurz, dann kommt ein Cut. Und deine Frage war ja, ob ich ein gutes Ende gehabt habe. Also das war kein gutes Ende, aber meine Story halt. Ja. Kein Problem. Aber wie oft du, das macht natürlich auch Sinn mit diesem Hintergrund, dass man jetzt weiß, okay, der Kollege glaubt an Schicksal, dieses That's Life, ne? Ich glaube, ohne Spaß, ja. Den Satz habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gesagt, ne? Ja, Dicker, so ist das Leben, so ist es halt, That's Life. Das ist, ja. Aber wie gesagt, anderer Stream auf jeden Fall. Was ich aber noch sagen wollte ist... Ganz kurz, kurz gefasst, warum was ist deine Motivation? Also warum glaubst du nicht an Schicksal oder glaubst du nur an Zufall? Wieso? Einfach. Ich bin so ein Realist. Ich bin so ein Realist. Ich glaube an so gar nichts richtig, an wenig Sachen und alles ist irgendwie erklärbar und das macht für mich das nicht zum... zum Schicksal oder vorherbestimmt und auch nicht jeder hat eine Bestimmung oder boah, das wird jetzt dann direkt tief. Ne? Man kann dieses Thema auch nicht einfach nur ankratzen, das wird immer direkt. Boah, wenn ich mal oben in Düsseldorf rufe, ich sie mal an, dann quatsch mal. Ich sitze ja in Berlin mittlerweile. Ach so, okay. Ja, ich bin ja seit gebürtiger Düsseldorfer und bin halt, um Comedy zu machen, vor 6 Jahren nach Berlin gezogen und hab dann hier durch Schicksal ja. Meine jetzige Frau kennengelernt und genau, jetzt sitze ich hier. Ja. Ja, okay. Sowieso gerne mal. Ich bin auch öfter nochmal in Düsseldorf, so keine Ahnung, alle 2-3 Monate irgendwie Freunde besuchen. Das kriegen wir bestimmt nochmal hin nach der Corona-Zeit. Würde mich auf jeden Fall auch, also auf sowas habe ich immer Bock. Gerne. Ich sagen wollte ist, du wirst ja jetzt dieses Jahr dann 40, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ne? Ja. Und bei dem ganzen Vereinsgewechsel, du hast doch gesagt, du hast da mal eine Freundin gehabt und dann hier mal und so. Was war denn jetzt, was war denn da eigentlich, wie sieht's, wenn du nicht beantworten willst, musst du auch nicht, aber wie sieht's mit der eigenen Familie aus? Das ist, ich muss sagen, ich habe mich um einiges geändert. Früher war ich so diese, also ich habe immer Freundinnen, ich war jetzt eigentlich und so, aber jetzt inzwischen ist es schon so, dass ich sage, pass auf, wenn ich jetzt eine Beziehung führe, dann für was Ernsthaftes, nicht einfach so, für was Ernsthaftes, das ist schon so, sagen wir mal, in Arbeit. Sehr gut, dann drückst du dir dabei auf jeden Fall die Daumen und würde sagen, dann, ich muss auch mal ganz kurz auf Klo, dann haut mal ein paar vernünftige Fragen in den Chat. Ihr wisst, der Kollege, der nimmt hier auch kein Blatt vom Mund, wie es auch gut, wie es auch geil ist und wer das Video eben gesehen hat, der weiß auch Bescheid. So. Findest du, ein Torwart muss verrückt sein und auf dem Platz nur rumschreien oder kann es auch gute, ruhige Torhüter geben? Fragezeichen. Und da möchte ich nochmal ganz kurz anfügen, weil du hast eben das Beispiel Gulaschi genannt und ich glaube, ich habe noch nie eine Kameraeinstellung von dem gesehen, wo der irgendwie rumschreit. Ja, selbstverständlich kann es gute Torhüter geben. Das Ganze sachlich coachen. Es muss nicht irgendwie der ich komme aus, ich habe angefangen, wie gesagt habe, wegen Oliver Kahn, das war mein Vorbild. Ja. So, aber eins kann man den Torhüter nicht wegnehmen oder nicht. Man muss coachen, das gehört dazu. Ne? Ja. Und du musst auch laut und dominant coachen. Ja. Trotzdem sachlich, das ist völlig okay. Das heißt nicht, dass du durch die Gegend schreist und hier und da,
Alibi, das ist auch viel Alibi da manchmal dabei. Ja, voll. Aber selbstverständlich gibt es Torhüter, die, oder nicht Torhüter gut auch, wie jetzt zum Beispiel Gulaschi. Ja, das ist so dieser Typ. Ich beobachte gerade jetzt in der Corona-Zeit die Torhüter extrem viel, auch was das Coaching betrifft, weil man mehr hört, weil die Zuschauer nicht da sind. Ja. Und der Coach weist genauso die Spieler an, der macht auch mal an, aber halt vielleicht auf einer sachlicheren Ebene. Deswegen ist trotzdem, also man muss nur impulsiv sein. Dings. Mir hat mein Tortrainer gesagt, heißes Herz und kühler Kopf, und da ist schon was dran. Mhm. Und selbstverständlich, das Coaching muss da sein. Jeder Typ ist anders. Ich bin vielleicht ein Typ, der ein bisschen lauter war, aber wenn es nicht der Fall ist, das Coaching trotzdem gut ist, verständlich, geil. Ja. Daniel, keep pounding, weißt du Bescheid? Konsultant Lotz fragt, wer ist dieser talentierte Jungtorwart, von dem du vorhin gesprochen hast? Frankfurt, bei dir. Elias Börtner. Der war jetzt Hertha auf der Bank und am Wochenende gegen Köln. Elias Börtner. Ist der auch cool? Meinst du, den könnte man auch mal einen Stream bekommen? Ist der cool? Ja, klar, natürlich. Logo. Weil das wäre auch mal interessant. Ich meine, wir haben einen Torwart, einen Profi-Torwart haben wir. Wir haben den zweiten Torwart von Werder Bremen hier. Der ist, also hier, unsere Twitch-Community sind die Samurai. Ne, hat sich so entwickelt. Und der ist auch Samurai seit, keine Ahnung, ich auch, seit Anfang des Twitch-Streams schon. Der heißt Michael, okay. Michael Zetterer heißt der. Ja, kenne ich. Ach, kennst du? Ja, ja. Also nicht persönlich, aber vom. Okay, hast du auch eine Meinung zu dem? Ich kenne das nicht so. Ich glaube, ich habe einmal gegen. Warte mal, unter Haching, kann das sein? Der war mal in Haching, ja. Da hab ich aber es ist schon ein bisschen länger. Damals kam der mir als wirklich talentierter Torwart vor, haben da ein bisschen gehypt, gepusht. Fand ich gut, aber ich kann es nicht so, so sehr beurteilen. Ja, ja, der hat auch noch nicht sage ich mal jetzt im Profibusiness so richtig Fuß gefasst, hat noch eine fiese Verletzung gehabt. Dann war der von Bremen ausgeliehen, jetzt nach Zwolle in die Ehrendivisie. Okay. Und ist jetzt aber wieder zurückgeholt worden, ist jetzt zweiter Torwart bei Bremen. Und wir verfolgen das natürlich und hoffen. Schön. Genau. Schön. Aber deswegen wäre dieser Elias auch mal cool, weil wie alt ist der jetzt? Klar. 19, 20 oder so? 18. 18. Wir müssen noch 18 sein. Ja, das wäre natürlich mal richtig interessant. Also natürlich, ja, wenn du 18 bist, musst du natürlich immer aufpassen. Da hat man ja meistens noch so ein da bisschen. Man muss mit Verein mal spielen und so, aber ich kann mal beim Verein anfangen. Noch. Das ist kein Thema. Ja, das wäre auf jeden Fall nice. Hier fragt jemand, der beste Spieler, den er je live gesehen hat. Ist das immer noch Keita? Ja. Ja. Und von den Gegnern her, du hast ja auch schon mal gegen die Bayern auf dem Platz gestanden, oder? Ich habe gegen Bayern schon gespielt, DFB-Pokal. Gut, da war natürlich, Romain Ribéry war schon ein anderes Level, aber der war schon wirklich ein anderes Level. Aber wenn mir extrem aufgefallen ist, wenn ich nicht gerechnet hatte, der hat eine totale Präsenz auf dem Platz, war Marc van Bommel. So, wenn man den nur so sieht, denkst du eigentlich nicht so, dass so dieser Killer ist auf dem Platz, aber der hat eine brutale Ausstrahlung gehabt, eine brutale Persönlichkeit, der war so das Herz von dieser Mannschaft. Das war 2010 ja. Bei Louis van Gaal. Der hat da, die, wenn der Kommando gegeben hat, gekommen, der schiebt dahin, der hat wirklich vieles nur durch Präsenz und Coaching und das hat mich schon wirklich auf dem Platz hat mich das wirklich beeindruckt. Ja. Aber Robben Ribéry als Gegner war schon Qualität. Ja. Muss man schon sagen. Da fällt mir noch eine eigene Frage ein, jetzt wo du gerade schon mal dabei bist. Danach machen wir wieder die Fanfragen. Wer war denn so, wo du sagst, egal ob es im Training, eigene Mannschaft oder auf dem Platz, wo du die auch bei dir aufs Tor geschossen haben, wo du dachtest, ach du liebe Güte, Alter. Das ist nochmal ein neues Level in Sachen KMH. Ja gut. Das Ding ist halt, ich habe mit Drogba gespielt, weißt du, das ist dann halt. Ja, okay. So, die Spiele sind halt im Endeffekt schon eine Referenz. Ich glaube, die werden für viele Tore diese Referenz. Drogba war halt, der nimmt halt einen Schritt Anlauf und ballert das Ding, da ist, glaube ich, noch Feuer dran. Das ist schon nochmal ein anderes Level wie alle anderen. Also, wenn ich jetzt sage, hier in Deutschland, würde ich sagen, so schusshärtes Spieler kennt vielleicht nicht so Danny Fuchs. Der hat einen Fünfer. Wie? Danny Fuchs? Der dann auch in, glaube ich, in Alemannia Aachen. Ja. Und ich weiß auch beim KSC auch, ich weiß nicht. Danny Fuchs. Aber warte mal, wer noch? Ja gut, okay. Donel Montiano hat einen sehr harten Schuss gehabt, damit er mich damals gespielt in Wolfsburg. Boah, ein geiler Techniker auch.
Ja, der war 1,30 Meter groß, aber Ja. der war perfekt dabei. Ja, so, also, aber ich sag mal, ab einem gewissen Level, die Schussart ist eigentlich nicht mehr so. Wenn ich jetzt sehe, beim Profis hier bei der Eintracht sind schon so ein Kostic oder sowas, ich stehe jetzt auch nicht Der mehr hat eine selber im Fackel, Tor. Alter. Der hat eine richtige Fackel. Ja, aber der hat schon einen geilen Schuss. Der hat schon wirklich einen geilen Schuss. Oder auch so andere Silber, die haben schon. Der ist halt. Auf einem höheren Level ist halt Härte kombiniert mit Präzision. Ja. Und das siehst du jetzt bei der Eintracht, muss ich schon sagen, ist schon ein tolles Level. Also schießen extrem hart, aber auch sehr, sehr präzise. Ja. Jetzt warst du kurz, du bist ab und zu mal immer so ein bisschen tonmäßig abgehackt jetzt noch. Okay, immer noch? Ja, sehen wir dann gleich, wenn du dann noch ein bisschen länger redest. Wir haben hier noch Okay. eine Lil Jabalaya, ist eine weibliche Zuschauerin, die schreibt, keine Ahnung vom Fußball. Deswegen, was war sein Lieblingsclub in Nürnberg? Freut mich, wenn jemand so positiv von meiner Heimat berichtet. Lieblingsclub in Nürnberg zu der Zeit, der war ganz klar Inderbahn. Klar. Inderbar. Inderbahn halt. Das ist ein Club, der gibt es nicht mehr, aber der war im Hauptbahnhof drin. Wie geil ist das denn? Und da geht man so runter, Der oder war. was? Ne, drin, drin. Das war so ein extra Bereich. Der war im Hauptbahnhof, war da drin. War früher mal so ein Restaurant drin, zweistöckig, war überragend. Das war so damals die Ruders von Nürnberg, so wo so. Cool, aber Multikulti, gute Musik, gute Leute so, Ja. wo, ja, das war schon sehr gut in der Bahn. Krass. Kennt ihr das? Wart ihr schon da? Ja, ich gebe also die Jabalaya ist Gibt's auf schon mal jeden Fall hin? eine. Die, Ja. ich kann mir schon vorstellen, dass die mit ihrem Freund da schon mal eine oder andere Party gefeiert Schlappig. hat. Okay. Warte mal ganz kurz, wo sind wir jetzt hier? Da. Ich habe mal eine Frage. Was hält er von Gary Ehrmann? Trainingsphilosophie und als Typ. Wird ja auch im Torwarttrainerschein meist besprochen. Da scheiden sich die Geister. Ich habe zum Beispiel, also wenn du Videos von Gary Ehrmann siehst, siehst du eigentlich nicht viel Unterschied, so Variationen in Übungen. Ja. Aber du kannst sagen, was du willst. Dieser Mann, wie viele Tore hat er rausgebracht? Fromlowitz Bundesliga, Weidenfeller, Ich glaube vier, Star, fünf, ja. Wiese, Star, wer noch alles? Weiß ich. Also der hat so viel. Der hat so viel, auch jetzt, jede einzelne Nummer 1 von dem hat einen Weg im Profifußball gemacht. Ja. So, und ich fand ihn immer interessant. Ich habe ihn jetzt nie persönlich großartig kennengelernt. Nur mal hallo, hallo. Ich habe Kevin Trapp mal gefragt. Der hat gesagt, der ist einfach so im mentalen Bereich und alles und Arbeitsmoral, Arbeitseinstellung. Der ist brutal anscheinend. Der soll Vor allem, der brutal ist sein. mittlerweile, der ist auch schon, wie alt ist der? 70, 60 oder was? Ich weiß nicht genau, aber der ist ja nicht mehr da. Den haben die da, glaube ich, rausgehauen. Die haben den So und vom KFC rausgehauen. FCK, ja, genau. FCK. Klar. Genau, haben ihn rausgehauen. So, ich weiß nicht genau, wie seine tägliche Trainingsarbeit ist. Ich habe in den YouTube-Videos, ich verfolge ja die ganzen Torwarttrainer auch. Ja. Mal da was an, mal da. So, da siehst du nicht so viel Unterschied, also Variation, aber das heißt ja nicht, dass es dann insgesamt so ist wie die Videos. Aber im Endeffekt. Wenn du den Ball hochhältst mit den Torhütern und die werden alle Bundesliga-Torhüter, dann du, weißt du, ich meine. So, Ja. der hat, deswegen habe ich extra den Trapp, das war vor 2, 3 Wochen, habe ich ihn gefragt, ey, der Ehrmann, was ist für ein Typ? Wie ist er drauf? Und der hat von dem geschwärmt. Ja. Der hat von dem Gary Ehrmann geschwärmt. Ja, das wird schon was Und heißen. ja, und deswegen sage ich ja, weißt du, für mich, ich will keinem zu nahe treten, aber ich war zum Beispiel ein Torwart, mir war sehr, sehr wichtig, dass der mich trainiert, auch irgendwo selber was geleistet hat im Fußball. Ja. So, heutzutage, so ich habe auch mal eine Statistik gemacht mit meinem Kollegen Mario Mildner im Nachwuchsleistungszentrum. In den ganzen Nachwuchsleistungszentren, die ganzen Torwarttrainer, 10% überhaupt nur, oder glaube ich unter 10%, die überhaupt mal selber regeln. Quatsch, so wenig? Ja, das ist brutal. Was bringen die Und denen denn dann bei? höher als Liga haben 3-4%. Kann jeder gerne mal eine Statistik machen, wenn er möchte, dauert ein bisschen. So, dann sage ich mir, so, du musst ja nicht Champions League haben, aber ich sage im Profibereich, ich persönlich finde es schon wichtig, dass ich muss wissen, wie der Torwart sich verschießt. Ich habe diesen Weg, alles, was du durchgemacht Ja. hast, habe ich auch durchgemacht. Ich wurde gefeiert, ich habe auf die Fresse bekommen, ich bin den Weg gegangen, weißt du, diese ganzen Sachen.
Ich finde es schon sehr, sehr wichtig. Es gibt immer Ausnahmen, kein Thema. Es gibt wirklich coole Torwarttrainer, die jetzt auch selber nicht. Ist auch nicht das einzige Kriterium. Aber ich glaube schon, dass wenn du wirklich von dem, was du erzählst, das auch irgendwo selber erlebt hast. Ich Ja. meine, in jedem anderen Beruf ist es ja genauso. Du kannst, ich spiele auch gerne Basketball, LeBron trainieren. Wenn ich Ja. da mache ich so einen Schein, so einen Trainerschein. Das ist halt das Problem so ein bisschen. Und deswegen meine, sage ich mal, Anschauungsweise so ein bisschen, dass die ganzen Torhüter in Deutschland, seitdem es gekommen ist, dass so wenige Ex-Torhüter im Torhüter drin, ist das Niveau auch in Torhütern gesunken. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Okay. Aber wie viel Deutschland ist ein Torwartland? Die ganzen Nationaltorhüter an von früher, oder? Jetzt hast du U21-Nationaltorhüter, wer ist da alles? So, wer ist alles jung in der Bundesliga? Deutschland ist ein Torwartland. Es spielen aber über die Hälfte der Torhüter in Deutschland sind Ausländer. Also ich würde auch sagen, der Trend, also dieser Trend geht auf jeden Fall eher ins Negative. Also ich meine, das war mal bis, ich weiß gar nicht, Alter, bis, wer war denn der letzte Junge, der wirklich so, ich glaube echt seit Ter Stegen und so, das ist da Leno, so, so die Generation, aber danach kommt, ja. ich weiß es nicht, aber irgendwie, das ist erst in den letzten Jahren so, dass so viel im Nachwuchsbereich oder im Ding, dass Torhüter, die gar nicht selber auf einem guten Niveau, wie gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten, es gibt natürlich immer Ausnahmen und ich möchte auch niemandem irgendwie sagen, mach das nicht oder du bist schlecht oder sowas, Ja. aber ich bin, sag ich mal, das Gros, sollte schon auch irgendwo Jungs sein, die das selber erlebt haben, verstehst du? Safe. Die auch diese eigene Erfahrung, weil als Cheftrainer ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Weil es nicht so, Dafür das ist ist aber nicht auch so ein Vorteil, dass spezifisch, ja. genau, aber als Individualtrainer, das stell dir mal vor, auch da gibt es Ausnahmen, aber jetzt hast du einen Fitnesstrainer, du möchtest eine Maschine werden, ja. Ja. Und es ist dein Fitnesstrainer, ist einer, der hat irgendwie ist total unsportlich, aber Ja. kann dir nichts vormachen, was er dir sagt, Ja. das verstehst du? So, das ist in Deutschland, auch nur in Deutschland, so weiß ich nicht. Ich sehe das ein bisschen kritisch, was nicht heißt, dass Leute es das nicht können. Oder dass ich denke, ich bin was Besseres, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, dass Leute, dass Trainer 100 Pro. die Jugend ausbilden, die auch selber Fußball gespielt. Ja. 100 Pro. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Hier ist noch eine nice Frage. Welchen Keeper würdest du für Dortmund holen? Auswahl aus Strakosha, Gulaschi, Castells oder Leno? Auswahl aus Dacosta, Castells, Gulaschi oder Leno. Ich würde ganz klar Gulaschi. Okay. Würdest du, da ist mir gerade noch eine Frage in den Kopf geschossen, weil ich mir dachte, wie du das jetzt festmachst. Torwart ist ja eine Einzelposition, aber geht man dabei auch nicht, muss man dabei auch berücksichtigen, wie der sich eventuell mit der Mannschaft, wie der mit der Mannschaft in Sync ist, wie der mit der Mannschaft funktioniert? Ja, Ob natürlich, der zur klar. Mannschaft passt, zum Spielstil auch, ne? Spielstil als Torwart, naja, ich weiß, ja klar, wenn du eine Mannschaft hast, die nur hinten rausspielen will und du hast einen, der ist am Fuß schlecht, ist klar. Ja. Natürlich ist es ein Faktor, das ist ganz klar, aber grundsätzlich sage ich mal, ja, doch, auf jeden Fall, im Profibereich auf jeden Fall. Wenn ich sage, einer hat vielleicht ist sehr gut auf der Linie, ist sehr gut beim Rauskommen, ist präsent, ist aber schlecht am Fuß, würde ich den trotzdem verpflichten, weil ich sage, okay, gut, meine Arbeit ist ja auch, die Jungen besser zu machen. Ja. Verstehst du, wenn ich was Potenzial im Sinn. Aber im Profibereich muss natürlich das alles passen. Du musst dann den Torwart haben, der zu. Im Jugendbereich kannst du den mit deiner eigenen Qualität auch den Torwart zu dem vielleicht machen, wenn der Ja. Potenzial in anderen Bereichen, den du haben willst. Den Verstehe. Anspruch muss man schon haben. Ja. Kannst du nachvollziehen. Auf jeden Fall macht ja auch Sinn. Hier fragt noch jemand, Amiro fragt, was macht für dich einen guten Torwarthandschuh aus? Das ist eine nice Frage. Ist eine sehr gute Frage. Also zuallererst der Schaum. Das Problem bei Torwarthandschuhen, Problem bei Tor oder die Sache bei Torwarthandschuhen ist, es gibt so viele Variationen, die zu dir passen oder die nicht zu dir passen. Ich habe zum Beispiel immer, also mein Sponsor meine ganze Karriere lang war Ulsport und ich habe immer mit Aquasoft wegen dem Aquasoft. Grip, Aquasoft wegen dem Grip. Ich habe mich einfach wohlgefühlt im Handschuh und es war auch nicht der Rollfinger, sondern es war der ganz normale, die Tode, was ich meine. Rollfinger. Rollfinger ist dieser, der ganz rumgeht, wie ein ganz normaler Handschuh. Und der andere normale Torwarthandschuh von früher, der ist einfach nur, dass er hier ein bisschen breiter ist. Siehst du? Ja.
Man sagt, glaube ich, auch negativ. Wie sagt Geht hier los, ja, Negativschnitt geht hier los Ja? und geht dann hier rum. Und der normale Handschuh ist halt lang hier. Das ist, ich kann es schwer erklären, aber die Torhüter wissen genau, was ich meine. Ja. Und ich habe mit dem normalen Schnitt gespielt immer. Und wirklich zu der Frage, jeder muss für sich den richtigen Handschuh finden, wo er sich wohlfühlt. Es gibt Handschuhe, da fühlt sich nicht wohl. Auch was das Modell betrifft, gibt da die verschiedensten Sachen. Ich zum Beispiel habe nie gemocht, wenn der Handschuh so extrem eng war, wie so ein Arzthandschuh, der so extrem eng war. Ich habe immer ein bisschen Luft gebraucht. Aber das ist wirklich unterschiedlich. Ich würde schon schauen, dass es das einfach ein Schaum ist, wo du einfach der Maßstab ist, wenn es nass ist, ob er dann genauso noch Zug hat, ob er dann genauso noch Grip hat. Und ich habe mich mit Ultsport extrem wohl gefühlt. Aber hast du Nike, du hast von allen Marken, hast du inzwischen, muss jeder für sich ausprobieren. Da kann man keinem sagen, zieh den Handschuh an und zieh den Handschuh an. Das ist wirklich nach Wohlfühlen, wie ein Fußballschuh auch. Ja, also ich finde, also ich achte nicht so sehr drauf, aber wenn ich mal darauf achte, sieht man halt manchmal, okay, es sind Torhüter, die haben mit ihrem Ding den Ball in der Hand, das muss ja dann Monster-Grip sein auch. Habe ich auch gemacht, ja. Ja. Aber ich habe auch große Wie groß bist du eigentlich? Hände. 1,95. Ach, boah, krass, du bist ja, ui. Was packst du auf die Waage mittlerweile, nach Ruhestand? Soll ich lügen oder soll ich ehrlich sein? Ich sag Ja. 107. 114. 114. Und Ja. zu deiner fittesten Zeit? So in der fittesten Zeit so 95 ungefähr. Krass. Und meine beiden Knie sind kaputt. Ich kann nicht mehr joggen und gar nichts. Aber ich fahre jetzt viel Fahrrad momentan. Ich muss wieder ein bisschen runterkommen. Aber das sieht man nicht so bei mir, weil ich halt groß bin. Bei mir siehst du nicht Ja. so. Hast du eine Plauze? Nee. Ne? Nee, also ein bisschen vielleicht, aber nicht jetzt richtig so. Okay. Glückspilz. So. Ey, stimmt, Alter. Wir haben ja vorhin, weißt du, wer auch ein guter Freund von dem Stream hier ist? Kennst du René Schnitzler? Sag mir, was der Name. Ja, der hat bei Pauli gespielt und hat dir sogar damals eine eingeschenkt. Echt, ja? Ja, René Okay. Schnitzler, der war mal ein Übertalent früher, der hat bei Gladbach gespielt, hat dann, Hat er nicht ein Buch geschrieben? Hat er nicht ein Buch geschrieben? der hat ein Buch geschrieben, klar, Ich Zockerliga. habe hab das gelesen. Ich habe das gelesen, das Buch. War Ja, cool. War ein gutes Buch. Kann ich empfehlen. War ein gutes Buch. habe ich auch hier stehen, ganz kranker Typ, Ja. geiler Charakter und ein Bombenzocker damals gewesen. Und der meinte so, wer ist denn heute zu Gast? Meinst du Lobo? Er meinte, ah, dem habe ich einen eingeschenkt. Und da mussten wir uns erstmal dieses Tor angucken. Aber das war so ein Echt? Ding. Okay. Ecke kam rein, du warst auf dem ersten Pfosten, Missverständnis, und der hat dann so ins leere Tor reingeballert. Aber Okay. und wir haben das immer so, wenn wir Fußballer hier haben, fragen wir halt immer so, wie viel die vom, also wenn der Ball am 16er liegt, ne? Ja. Von 10 Bällen, Ja. wie viel haust du, und wir nehmen dann immer den Zetti als Referenz, den Zetterer, wie viel haust du Ja. einem guten Profitorwart aus der Ehrendivision rein? Von 10. Und wir haben so Profis hier gehabt, keine Ahnung, Mittelstädt, Torunariga, Beister, Westermann, hast du nicht gesehen. Und die sagen immer so, also 3 bis 4. Deswegen kann man jetzt mal andersrum fragen, was würdest du sagen, wenn die Bälle am und um den 16er liegen, also außerhalb des Kreises auch, außerhalb dieser Ja. Kreisspitze, Ja. wenn du, okay, nee, man muss schon fragen, in deiner jetzigen Verfassung, was Jetzt meinst halten du? oder schießen? Schießen bin ich jetzt besser als halten. Nee, aber du musst schon nochmal ins Tor stellen. Kannst du dich noch mit den Knien ins Tor stellen? Ja, wenn's sein muss, geht schon nochmal. Aber ja, jetzt nicht mehr so. Das geht ruckzuck als Tor. Wenn du da beide nicht mehr gefallen bist am Boden und so weiter, da ist nicht mehr so viel. Da Aber musst du könntest du dann auch hoffen, dass schießen? die. Schießen kann ich sehr gut. Ich bin ja Torwarttrainer. Ich schieße jeden Tag. Schießen kann ich sehr gut. Ja, aber sag mal ehrlich, hier Dropkicks und so in die Arme, dass der so. Nee, 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 nee. Genau diese Sachen mache Richtig? ich. Genau diese Sachen mache ich. Und mein Torhüter als Wettkampf immer um Liegestütze, ob die Liegestütze machen müssen. Vom 16. baller ich die Dinger in Winkel, kein Problem. So Also, machst du. ja, auch ein Trapp oder Schubert, der ist jetzt auch wieder von Schalke Okay, ausgeliehen. ganz kurz. Jetzt müssen wir mal Champions League fragen. Wenn der Kevin Trapp im Tor ist und du legst dir Ja. 10 Bälle an oder um den 16er, wie viel haust du dem rein? Haben wir jetzt noch nicht gemacht, wenn ich da war, aber. Also, was ich von mir erwarten würde, wären 4, würde ich von mir mindestens Gegen erwarten. Kevin Trapp. Ja, Top-Torwart, aber ich bin auch ein guter Schütze. Ey, ohne Spaß, würde ich so gerne mal schießen sehen. Also 4 würde ich von mir erwarten auf jeden Fall. Ja. 5 wäre geil.
Geil. Wir haben das nämlich in Planung. Wir werden irgendwann mal, wenn die Schleusen wieder auf sind, werden wir mal so einen Shootout machen. Da holen wir mal, versuchen wir mal alle zusammenzuholen und nehmen das Ganze mit Kamera auf. Das würde ich echt gerne mal sehen, weil der Zetterer zum Beispiel, der kann auch, der hat auch einen kranken Schuss für den Torwart, aber halt, der kann halt zum Beispiel nicht, wenn der in Winkel schießen will, schießt er nicht in Winkel, sondern der haut drauf, hat diese Flatterbälle. Kennst du die? Und das ist bei mir genau der Unterschied. Ich schieße nicht mehr so hart wie früher. Platziert. Aber ich schieße sehr platziert halt, weil ich ja jeden Tag halt schieße, verstehst du? Ich schieße jeden Tag genau die Dinge aus 16 oder aus verschiedenen Positionen. Das ist ja auch mein Beruf, das ist auch mein Job, dass ich einen präzisen Schuss habe. Ich habe früher so einen Torwarttrainer, der schießt aus 5 Meter, 7 Meter vorbei. Ja, das ist scheiße, stimmt. Das gehört dazu, als Torwarttrainer, wenn du schlechten Schuss hast, kannst du nicht da arbeiten. Hey, das ist geil, das wird auf jeden Fall interessant. Wärst du denn bei sowas dabei? Logo, natürlich. Geil. In jeder Challenge bin ich dabei, kein Thema. Geil. Mm. Da hast du dir vielleicht ein Eigentor geschossen, weil was wir nämlich auch noch haben, ist das Gipfeltreffen. Weil wir sind ja auch schon wirklich ein paar Fußball-Nazis hier. Wir haben auch wirklich Leute, die Ahnung haben. Wo ich sagen muss, der Einzige, der bis jetzt hier wirklich alles in Grund und Boden beantwortet hat, war der Maxi Beister. Der ist auf jeden Fall der Richtige. Der hat von jeder Epoche, hat der wirklich Ahnung. Mit deiner Fußball-Allgemeinbildung aus. Ich stelle jetzt einfach mal eine Probefrage, ob du dich fürs Gipfeltreffen eventuell mal qualifizierst. Sag mir doch mal, wie hieß der Torwart von Irland 1990 bei der WM? War das Shay Given? Mm-mm. Der kam später. Okay, aber du übertreibst ja. Ja, ich übertreibe komplett, ich weiß, ja. Ja, ich übertreibe richtig. Solche Fragen werden auch nicht gestellt, aber hättest du die jetzt beantwortet, wäre direkt so, alles klar, nicht gegen mich. Ja, aber das ist schon mal sofort Nationaltorwart, der lange Jahre Nationaltorwart in Irland, weiß auch nicht sofort jeder. Ja, das stimmt. Und wir haben dann auch im Gipfeltreffen immer so Schätzfragen, da wird so manchmal nach, also wer von den vier Spielern ist der größte Spieler, pipapo. Aber wärst du bei sowas dabei? Jederzeit. Weltklasse. Geil. Jederzeit. Dann